Talk heute FIFA 23 und wir sind Mitte August. Mitte August bedeutet, wenn wir FIFA betrachten, Folgendes: Die Lust im aktuellen Teil, die geht so bei der Masse der Spieler und Spielerinnen so langsam in Richtung Null. Bei vielen ist der Punkt auch schon erreicht, aber es bedeutet auch, dass wir nur noch ungefähr 40 Tage haben, bis die neue Version FIFA 23 nämlich am Start ist. Und das ist das Schöne: Wir haben quasi auch die ein oder andere Information von EA Sports bereits erhalten. Und meine persönliche Meinung jetzt zu Beginn gleich: Dieses Jahr tatsächlich wirklich in einem umfangreichen Rahmen, was wir an Informationen über Pitch Notes, über Trailer, über Videos, über Interviews quasi auch bekommen haben, aber vor allem in einem guten Detaillierungsgrad. Und darüber wollen wir heute gemeinsam mit euch einfach mal schnacken. Was erwartet uns? Was erhoffen wir uns? Was wünschen wir uns? Wofür haben wir aber vielleicht auch so ein bisschen Angst aus den ersten Informationen heraus? Damit wir das nicht nur allein mit mir machen müssen, haben wir mal wieder einen bunten Blumenstrauß an charmanten und kompetenten Gästen mit dabei. Und an dieser Stelle würde ich die Chance gerne nutzen und euch unsere Gäste ganz gerne vorstellen. Wir fangen wie immer natürlich mit unseren weiblichen Gästen an. Und da würde ich sagen, fangen wir erstmal mit unserem externen Gast Nummer 1 an. Marina Preradovic, besser bekannt als Marie Phoenix, ihres Zeichens. Content Creatorin bei Hertha BSC eSports und in der Academy. Und ich sage an dieser Stelle, Marie, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei bist und einen wunderschönen guten Abend. Na, hallo, es freut mich auch, hier dabei zu sein. Sehr schön. Danke, dass du da bist. Machen wir weiter. Benja Hiller. Wenn wir gerade bei extern waren, dann haben wir hier den ersten internen Gast, denn Benja ist ihres Zeichens Kicker-Redakteurin und freiberufliche Journalistin bei Kicker eSport. Darüber hinaus FIFA-Spielerin seit FIFA 96, auch wenn man es ihr nicht ansieht. Sie hat schon das ein oder andere FIFA-Jahr auf dem Buckel. Und darüber hinaus, und jetzt, ich bin maximal neidisch. Diese charmante Frau hatte die Chance, als eine von zwei deutschen Medienvertretern live in Vancouver, Kanada dabei zu sein. Mitte Juli, also gut einen Monat jetzt her, um den FIFA 23 Producer Showcase mitzumachen. Das heißt, sie konnte das Spiel antesten, zocken, Fragen stellen, ein bisschen rumwuseln, alles mitnehmen. Aber ich bin genauso glücklich, dass wir dich heute mit dabei haben, und ich sage auch in deine Richtung, Benja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, schönen guten Tag, wie man bei uns sagt. Ich freue mich, hier zu sein. Dann, unser dritter Gast braucht, glaube ich, keine große Vorstellung, denn er war fast häufiger hier als ich mittlerweile im Kicker eSport Talk. Patrick Bauer, meine Damen und Herren, seines Zeichens eigentlich die Instanz oder, wie ich immer ganz gerne sage, der Papst, wenn es um das Thema Pro Clubs in Deutschland geht. Patrick, mein Lieber, wie abermals, vielen, vielen lieben Dank, dass du da bist, und auch an dich wunderschönen guten Abend. Moin, moin, ich freue mich. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Sehr gerne. Wir machen euch mal ein bisschen lauter. Ich glaube, der ein oder andere sagt, es ist ein bisschen leise. Und wir kommen zur Vorstellung unseres vierten Gastes. Wieder so ein bisschen eher interner, aber trotzdem mit einem externen Background. Alexander Bono Rauch. Bono ist nämlich schon eigentlich viele, viele Jahre Bestandteil von Kicker eSports. Ist vor allem auf der Website zu finden mit dem einen oder anderen Artikel, mit Tipps und Tricks und kleinen Schmackazien zum Thema FIFA und darüber hinaus aber schon seit 10 Jahren mittlerweile im Bereich professioneller E-Sport vertreten in verschiedenen Funktionen, auch mit dem einen oder anderen Titelchen auch schon geschmückt. Und ich sage, Bono, vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass du mit dabei bist, und auch an dich einen wunderschönen guten Abend. Ja, servus, gut und herzlich willkommen. Ne? Ja, wunderbar. Damit haben wir für mich das Wichtigste abgeschlossen an dieser Stelle. Denn ihr wisst jetzt, mit wem ihr diesen charmanten Abend verbringen werdet und mit wem wir quasi heute talken werden. Zu dem Thema FIFA 23, was kennen wir bereits, was ist bekannt, was erwarten wir, was hoffen wir. Und bevor wir mit dem ersten offiziellen Thema starten, bin ich ganz ehrlich, da müssen wir eine Sache machen. Wie gesagt, maximal neidisch. Benja, du warst vor Ort in Vancouver, in den heiligen Hallen von EA Sports. Das muss man sich mal überlegen. Also als Kicker-Sportmagazin bekommt man die Einladung und wirklich die Möglichkeit, als eins von zwei deutschen Unternehmen, nenne ich es jetzt einfach mal, das Ding zu testen vor einem Monat schon, bevor überhaupt irgendwas großartig bekannt ist. Lass uns mal ein bisschen teilen, weil ich glaube, hier sind einige dabei, die sagen, boah, krass, wie läuft denn sowas ab? Man fliegt dahin, was darf man da machen? Wie sieht das da aus? Lass uns mal ein bisschen drüber schnacken und erzähl mal, wie war das? Wie ist das abgelaufen? Was durftest du machen? Worüber darfst du auch im gewissen Maße reden?
Über den Tag dürfen wir tatsächlich sehr viel sagen, weil die Menschen bei EA auch, glaube ich, sehr stolz auf ihre coolen Hallen sind. Also wir sind so gegen 9 Uhr sind wir angekommen, dann gab es erstmal ein Frühstück und dann durften wir die Developer-Hallen quasi betreten und sind durch einen so ganz langen Galerie gelaufen von FIFA-Covern. Die sind auch sehr stolz auf ihre Historie, weswegen es komplett alle Cover dort ausgestellt waren, von dem ersten FIFA bis FIFA 22. Und dann haben wir so eine kleine Rundtour bekommen, sind an der NHL-Produktion vorbeigelaufen, haben ganz nach unten geguckt, wo EA Sports tatsächlich einen Basketball-Court integriert hat in ihre Hallen. Genau, dann ging es noch an der Videospiele-Wand vorbei, wo ein ganz langer Zeitstrahl der Videospielgeschichte ausgestellt war, von Atari bis heute. Das war auch sehr spannend, wie so ein kleines Museum. Und dann startete quasi der Showcase, was für andere Medien, glaube ich, ein Stream gewesen ist. Und ich glaube, es waren insgesamt 10 bis 20 JournalistInnen und Content Creator, die halt vor Ort mit dabei waren und sich das angucken konnten. Aber mehr waren das gar nicht? Nee, das waren tatsächlich sehr wenige. Wahnsinn. Ja, und da sprachen dann halt die verschiedenen Developer der Bereiche halt über ihre ja, über ihre Bereiche eben und haben halt auch immer Einspieler gezeigt und so und das ging 1,5 Stunden ungefähr. Mhm. Danach gab es eine kleine Mittagspause und dann hatten wir tatsächlich die Chance, FIFA 23 anzuspielen. Auch 1,5 Stunden, was wenn man bedenkt, dass man 10 Stunden nach Vancouver fliegt und 10 Stunden wieder zurück, sind 1,5 Stunden nicht so viel, wo auch noch 1:1 Interviews mit reinfallen, sodass 30 Minuten halt für die Interviews draufgingen und ich ungefähr eine Stunde FIFA 23 gespielt habe. Also das war das vor Ort. Danach gab es tatsächlich noch eine Happy Hour auf deren eigenem Fußballplatz. Das war sehr schön. Die haben auch einen eigenen Fußballplatz draußen und okay. Ich habe die Chance sofort wahrgenommen und habe den Ball direkt ans Lattenkreuz genagelt und habe dann meine Story fürs Leben von da. Du sollst den reinnageln, nicht ans Lattenkreuz, Mensch. Ja, ich mache das immer. Also der erste Ball geht immer oben ans Lattenkreuz. Ah, okay, na gut. Technisch also sehr gut ausgebildet. Wenn jeder Ball tatsächlich dann als erstes immer ans Lattenkreuz geht, dann muss man ja schon ganz gut ja. Ja, boah, mega spannend. Also wirklich mega, mega interessant, das Ganze auch aus deinem Erfahrungsschatz dann zu hören. Ich glaube, die Chance bekommt man nicht so häufig, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch nicht jeder. Und deswegen, ich glaube, kann man rückblickend sagen, das ist eine richtig schöne Geschichte gewesen. Und ich bin gespannt, was du uns quasi mitgeben kannst. Du spielst ja auch noch parallel ein bisschen die Beta. Da dürft ihr ja nicht drüber reden, so großartig, ne? Aber ja. So Gefühle oder wie finde ich das Ganze, kann man ja schon zumindest äußern. Und gerade vom Showcase werden wir dann also das ein oder andere mitnehmen. Ich würde dann an dieser Stelle ganz gerne einmal starten und ihr habt es gerade schon ganz kurz gesehen. Zum Abholer, bevor wir in die einzelnen Themenblöcke reingehen, würde ich ganz gerne mit euch die Plattform besprechen. Also die erste gravierende Änderung, ja, ist, und ich mache mal den schönen Kylian Mbappé wieder hier weg, ist das Thema Crossplay, was mit FIFA 23 geben wird. Nochmal zum Abholer in FIFA 22 zum Ende hin oder mittig, sage ich mal, hat man dann erste Funktionen implementiert, um das Thema Crossplay schon einmal zu testen, Erfahrungen zu sammeln, hieß es von EA. Jetzt zu FIFA 23 wird es so sein, und ihr seht das hier ganz schön, die beiden linken Säulen, nenne ich es jetzt mal, betreffen diesen privaten Bereich gegen Kumpels spielen, Friendlies, sowas halt. Und der rechte ist dann so ein bisschen der kompetitivere, das Matchmaking gegen externe Leute. Was wir festhalten müssen, wir müssen in Plattformen oder in Generationen denken und eben nicht in Plattformen mehr, sondern die Old Gen, also PS4 und Xbox One, wird sich immer in einer Säule quasi das Ganze teilen. Und die PS5, genauso wie die Xbox Series X und die kleinere S, als auch Stadia und PC, werden gameplay-technisch zusammengehören. Und zwar, wir gucken uns einfach mal den kompetitiven Bereich hier an. Im Bereich Foot Online Friendlies, also die ganzen Friendly Modes, die man aktuell kennt, wo man dann auch so Objectives erspielen kann und so weiter, die werden also über Crossplay dann verfügbar sein. Genau dasselbe, um im Foot erstmal zu bleiben, Rivals tatsächlich und auch Champions, also die Weekend League, ebenfalls von Anfang an im
Crossplay geplant und genauso der Online-Draft. Also erstmal so vom Grundsatz her, dazu kommt noch die Online-Season, schon mit die wichtigsten Modi, die wir kennen, werden quasi Crossplay-fähig sein. Darüber hinaus für den deutschen Markt noch die virtuelle Bundesliga, also auch der Qualifier-Mode wird quasi stattfinden. Das ist wahrscheinlich für Marie super interessant dann auch. Ich könnte mir vorstellen, dass man den Modus dann zumindest auch mal spielt. Wenn nicht für dich, dann zumindest für den Freund. Sicherlich auch ein interessanter Modus. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagen wirst. Einen Modus vergessen wir oder vermissen wir hier. Patrick, wir kommen in ein paar Minuten zu dir, zu deiner Einschätzung. Pro Clubs fehlt. Pro Clubs, Statement von EA, wird es zu Beginn nicht als Crossplay geben. Zu Beginn von FIFA 23. Marie, ich habe schon gesagt, ich würde ganz gerne mal mit dir beginnen. Wie schätzt du das Thema Crossplay ein? Für dich persönlich, aber vielleicht auch aus Sicht von Content-Creatern, von E-Sportlern. Mehrwert? Oder sagst du, brauchen wir nicht unbedingt? Also jetzt so für Content Creator, ich habe halt sehr viele Freunde, die halt auch so Content bringen für andere Vereine oder jetzt für Orgas. Und ich kenne das ja auch, dass ich jetzt so einen Kumpel habe, der Xbox-Spieler ist. Und ich dann mal gesagt habe, ey, komm, lass ein FIFA-Video aufnehmen, aber er ist halt Xbox-Spieler. Und das hat dann nie funktioniert. Und deswegen bin ich jetzt schon sehr, sehr froh, dass man jetzt halt alle Plattformen miteinander verbinden kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das halt eine Auswirkung auf die Server hat. Also ich kann mir das halt schon gut vorstellen. Also ich kenne es als Call of Duty zum Beispiel. Da konnte man auch mit den PC-Spielern Crossplay spielen. Und die Lobbys haben dann halt immer ein bisschen geleckt. Und das war halt ein bisschen, naja, Nachteil. War das auf jeden Fall ein großer Nachteil für die E-Sports-Szene. Deswegen weiß ich nicht, wie die Server sich dann halt ja, gut aufbauen lassen. Aber im Großen und Ganzen würde ich das schon als positiv einschätzen. Also ich zum Beispiel habe noch nie eine Xbox gehabt und der große Grund war halt auch, weil all meine Freunde gezwungenermaßen auch irgendwo auf die PlayStation gewechselt sind, weil die E-Sportler ja dieses Jahr alle auf der PlayStation spielen mussten. Deswegen habe ich immer gedacht, komm, PlayStation bleibt immer PlayStation. Aber ist für mich jetzt auch cool, auch mal andere Plattformen auszuprobieren. Zum Beispiel auf PC ist auch mal was Neues. Ja. Also ist auf jeden Fall ganz cool, dass das dieses Jahr ermöglicht wird. Ja. Glaubst du, insgesamt werden wir auch mehr, wie soll ich das sagen, Breitensportler sehen, also Leute, die jetzt nicht das exzessiv grinden, sondern halt natürlich die ab und zu mal ganz casual nur zocken, wird man häufiger jetzt auch auf die treffen? Ist das deine Meinung oder sagst du, naja, gerade in den Bereichen, wo ich mich dann vielleicht bewege, wird man eher auf mehr gute Spieler treffen, weil auch von den anderen Plattformen vielleicht nochmal x Prozent sehr, sehr ja, gutes also Niveau haben? Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass halt die meisten Casuals oder die meisten E-Sportler dann rüberkommen. Ich glaube, das wird relativ ausgeglichen sein. Also ich meine, klar, wenn man jetzt PC-Spieler anguckt, ich kenne jetzt, glaube ich, keinen E-Sportler, der jetzt FIFA auf dem PC spielt. Das kann man vielleicht als eine Plattform sehen, wo halt eher so Casuals so rüberkommen werden. Aber ich glaube, so jetzt so die Konsolenspieler, also Xbox oder PlayStation, da wird sich jetzt nicht viel nehmen. Das denke ich nicht. Okay, danke dir. Ich bin schon gespannt, wie sich das Ganze auswirkt. Auch das Thema Server, was du natürlich ansprichst, ist, glaube ich, eins, was nicht unwichtig ist. Eigentlich wollte ich Ben ja noch gar nicht hören, aber konntet ihr auch tatsächlich Crossplay vor Ort testen? Nee, nicht? Also okay. Es waren nur PlayStation 5 Stationen aufgebaut. Alles klar, genau. Alles klar. Wir konnten untereinander halt zusammen an einer spielen, aber... Ja, okay, alles klar. Also habt ihr da quasi nicht irgendwie jetzt im Rahmen eines Netzwerks oder so auf verschiedene Plattformen zugegriffen. Okay, ja, warten wir es ab am Ende des Tages. Ne? Wir werden es sehen und dann auch fühlen am Ende des Tages. Wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiert mich da gerne, kann ich die Option ja auch ausschalten für mich. Also möchte ich Crossplay, ähnlich wie bei COD, hast du es vorhin angesprochen. Und von daher, wenn es dazu führt, glaube ich, dass die Server nicht performen oder schlechter performen, als wir es gewöhnt sind, sagen wir es mal so, ich glaube, dann werden wir das relativ häufig auch verständlicherweise erleben, dass dann Leute diese Funktion ausschalten, zumindest für die kompetitiven Bereiche, wenn ich mich für die Weekend League qualifizieren will oder ja, vielleicht dann sogar im Bereich der virtuellen Bundesliga. Bono, du hast ja nun auch eine sehr, sehr professionelle Vergangenheit, aber auch noch Gegenwart. Wie siehst du das Ganze jetzt auch hinsichtlich E-Sport? Ist es ein Gewinn für das Spiel, das Thema Crossplay, dass es jetzt in den meisten Modi zumindest verfügbar ist? Ja, ich würde schätzen schon. Ne? Also
Ich meine, bis hierhin hat man es, wenn irgendwelche professionellen Wettbewerbe eben stattgefunden haben, meistens so gehandhabt, dass man eben klar unterschieden hat zwischen Leuten, die Xbox spielen und PlayStation, und das könnte eben potenziell demnächst wegfallen. Also klar, warum nicht? Genau, da gebe ich dir recht. Die Frage ist halt, ob wir Qualifier und so wahrscheinlich dann auch wieder auf der PlayStation 5 erleben, als Beispiel, also dass dann da gesagt wird, zumindest bei diesen Events, es gibt eine fixe Plattform. Wenn ich mir jetzt aber die VBL nachher auch angucke, wo wir dann ja PlayStation gegen PlayStation, Xbox gegen Xbox und dann 2 versus 2 als Beispiel hatten, klar, ist das auf jeden Fall für die Zukunft oder auch schon für die aktuelle Saison gegebenenfalls eine Möglichkeit natürlich. Wie ist es aktuell? Ich meine, im letzten Jahr ist es ja so gewesen, Bono, dass wir gesagt haben, oder dass EA vorgegeben hat, die Masse kompetitiv findet halt nun mal auf der PlayStation-Plattform statt. Jetzt geht man hin zu Crossplay. Erwartest du Auswirkungen, sag ich mal, oder denkst du, die bleiben halt alle auf der PlayStation 5? Nö, warum? Also die Leute, die eben die entsprechenden Controller gerne verwenden würden, werden das weiterhin tun. Und spielen dann einfach dann gegen die jeweils anderen Leute, die auch den Controller verwenden können, den sie gerne wollen. Sehe ich überhaupt kein Problem. Ja, okay, perfekt. Ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das Ganze darstellt. Also, ne, wie viel sehen wir dann auf einmal auch wirklich Crossplay? Also, ich habe da noch nicht so das Gefühl, wie oft wird man dann da antreten, auch tatsächlich gegen eine andere Plattform, was Marie gesagt hat, wie wird dann die Serververbindung sein, sind sicherlich relativ wichtige Faktoren. Patrick, wir wollen schon einmal ganz kurz, haben wir ja gerade gesagt, schon mal in den Bereich Pro Clubs rüber gucken. Wir gucken uns das nachher natürlich detaillierter an. Euer Modus, habe ich schon gesagt, ist hier zu Beginn erstmal so die offizielle Aussage von EA nicht mit vertreten. Persönliche Meinung deinerseits, aber auch, was bedeutet das für euch als Ligenorganisator, aber auch für die Pro Clubs Community im Allgemeinen? Also man muss einfach sagen, ne, es haben alle darauf hingefiebert, dass endlich Crossplay kommt, ja. Und als es dann hieß, ja, es wird passieren, ne, war die ja. Vorfreude riesig groß, ja. Und als dann das Announcement kam, aber der Pro Clubs Modus ist es nicht, ja, war so diese typische Reaktion: Mensch, EA vergisst wieder den Pro Clubs Modus, ne? So, und also da war viel Enttäuschung da. Es gab tatsächlich von einigen Community-Spielern auch direkt das Thema, ne, die vergessen uns, die wollen unseren Modus nicht mehr, der wird aussterben und so weiter und so fort. Dadurch habe ich grundsätzlich eine andere Meinung, weil ich den Pro Clubs Modus auch im Universum von EA für so wertig halte, dass ich ihm sogar Zukunft zuschreibe und eben nicht ne, die Befürchtung habe, dass er abgeschaltet wird, weil das Potenzial einfach riesig groß ist und man sich da, glaube ich, ins eigene Fleisch schneiden würde. Aber die Situation, als Crossplay jetzt nicht mit announced wurde, war in der Community schon also ein Riesenaufschrei. Hat auch für uns ganz operativ richtig Probleme, die danach folgen, denn es gibt ja nicht nur die Diskussion der, also der verschiedenen Plattformen als solches, ja, Xbox, PC, PlayStation, wobei Xbox bei uns gar nicht so eine große Rolle spielt, aber PC und PlayStation ist bei uns ein Riesenthema. Das Zweite, was aber eigentlich auch gehofft wurde, ist, dass diese Crossplay-Diskussion auch dazu führt, dass Old-Gen und Next-Gen im Grunde kein Thema mehr ist. Und das ist gerade ein Thema, das ist gerade ein Problem bei uns, ein riesiges Problem, weil EA beides anbietet, aber eben teilweise jetzt in der Community die Diskussion entsteht, wollen wir als ganzes Team demnächst PS5 spielen, Pro Clubs, oder wollen wir PS4 spielen? Und das zerreißt uns gerade so ein bisschen die Ligen, die Communities, die Turniere. Letztes Jahr das Problem ist dieses Jahr nochmal so ein größeres Problem. Das heißt, für uns wäre es fast besser gewesen, wenn EA dort eine Entscheidung getroffen hätte, PS4 gibt es nicht mehr, weil dann hätten alle zwingend auf PS5 wechseln müssen. Im Moment ist es halt so, dass durch diese Themen einfach die Community aufgeteilt wird und das macht es viel, viel schwieriger, dann auch so eine geschlossene Wettbewerbe und so weiter hinzubekommen, wo man sich vereint. Im Moment wird wieder auseinander dividiert. Ja, und das ist ein bisschen schade. Das stimmt. Zum einen natürlich dividiert auch schon mal eine Sache alles auseinander, und zwar die Verfügbarkeiten natürlich der Next Gen, gerade bei PlayStation. Das muss man natürlich fairerweise auch sagen. Und dass jemand, der jetzt vielleicht über ein Jahr versucht, krampfhaft
an eine PlayStation 5 ranzukommen zum normalen Preis und das nicht schafft, dass der dann sagt, ja gut, ich will aber Pro Club spielen, dann bleibe ich halt auf der Vierer und sich dann Teams bilden, ist sogar nachvollziehbar im gewissen Maße. Man muss halt dazu verstehen, Vierer und Fünfer ist halt, du hast, sagen wir mal, du startest Pro Clubs aus Versehen mit der anderen Version, als du sie sonst startest, dann guckst du auf einmal und dein Char ist nicht mehr da. Du sollst auf einmal einen neuen erstellen, weil PlayStation 4 und PlayStation 5 oder Next Gen und Old Gen haben zwei unterschiedliche Spieler einfach. Also das, du levelst ja nicht von allen Plattformen auch automatisch dann den Char auf der anderen und auch nicht rückwärts betrachtet. Und das ist natürlich dann wirklich ein Problem. Und die Zeit, das zu haben, war ja gerade in diesem Jahr schon, du musstest viel spielen, sag ich mal, um maximal Level zu erreichen. Es ändert sich ja diesmal auch noch ein bisschen was, kommen wir nachher auch noch zu im Detail. Aber die Zumutung, dass da jemand irgendwie auf zwei Plattformen seinen Char hochlevelt aufs Maximum, eher schwierig, glaube ich. Und von daher ja, hatten wir halt gehofft eigentlich, dass die Ankündigung Crossplay auch bedeutet, dass die Generationen keine Rolle spielen, dass eben die Plattform als solches keine Rolle spielt. So, und deswegen ist da im Moment in der ProClubs-Community echt eher Stress angesagt, ja, auch für uns als Betreiber von der Liga, als dass wir jetzt sagen können, ist doch gut so, dass alles so bleibt, wie es vorher war. Also wir hätten uns das wirklich gewünscht. Ja, das glaube ich euch, absolut. Wir schauen mal, wie sich dann FIFA 23, wenn es draußen ist, sich dann entwickelt in dem Bereich. Insgesamt, glaube ich, Pro Clubs, es ist was geschehen oder es wird was geschehen. Wie das dann mit Crossplay aussieht, schauen wir mal. Ist dann auf jeden Fall für die Saison wahrscheinlich zu spät einfach. Ne? Wenn dann mittendrin was kommt, da wirst du das ganze Konzept einfach nicht mehr über den Haufen. Was kriegen wir noch? Das zur Vollständigkeit halber. Auch der Transfermarkt im FIFA Ultimate Team wird zusammengelegt. Exklusive Switch und PC, die werden einen eigenen Transfermarkt zueinander haben. Aber zumindest die anderen großen Plattformen haben einen Transfermarkt zusammen. Jetzt komme ich vor allem als Trader in FIFA natürlich. Ich sage, ey geil, super, wunderbar, das passt für mich. Da kriege ich nochmal den einen oder anderen Kunden mehr, der meine Karten braucht. Habt ihr da eine Meinung zu? Oder sagt ihr, nö, eigentlich traden ist nicht meins. Von daher ist mir das egal. Oder habt ihr sogar die Hoffnung, dass dadurch vielleicht, weil insgesamt auch mehr Angebot auf den Markt kommt, natürlich auch mehr Nachfrage ist klar, aber dass vielleicht die Karten sogar noch günstiger werden und man schneller an ein gutes Team kommt? Marie? Also ich hätte jetzt halt eher das Zweite gedacht, dass Traden vielleicht ein bisschen schwerer sein wird, weil es halt umso mehr Trader dann auch geben wird und die Karten dann günstiger sind und du dann jetzt nicht irgendwie eine Informkarte für 45.000 direkt verkauft bekommst, aber halt dementsprechend auch die Karten günstiger sein werden. Also ich weiß nicht, also ich habe ja erst letztes Jahr, also FIFA 21 angefangen mit FIFA, ich kenne mich mit dem Transfermarkt bis jetzt immer noch nicht aus, also ich habe da mein Pelé für 3 Millionen gekauft und in einer Woche war der auf 1 Million, also ich weiß nicht, wie die Karten immer sinken und steigen, aber ich hoffe, dass es vielleicht nächstes Jahr, ich weiß nicht, irgendwie einen Transfermarkt geben wird, der ein bisschen konstanter ist und nicht innerhalb von einer Woche einen kompletten Crash mitmacht. Das wäre auf jeden Fall cool. Und ja, dass man halt auch viel früher halt auch ein besseres Team bekommt, das wäre auch Ja, klar. Das glaube ich auch. Ich glaube, das wünschen sich natürlich viele. Crash müssen wir mal abwarten. Das hängt ein bisschen auch vom Content ab, den EA da rausballert. Gerade Lightning Rounds waren ja sehr beliebt in diesem Jahr. Sogar morgens um 11 in der Woche. Von daher schauen wir einfach mal, was da passiert. Benja, interessiert dich das? Auch das Thema FIFA Ultimate Team im Allgemeinen und dann im Speziellen dann auch das Traden, oder? Das Traden eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich nur aus journalistischer Sicht. Ne? Okay. Ich spiele FIFA Ultimate Team tatsächlich ein bisschen, aber es ist jetzt nicht meine Hauptkategorie in FIFA. Jetzt ist das neue Chemiesystem gefällt mir tatsächlich besser, weswegen ich ein bisschen mehr reinkomme, aber ich habe mit dem Mode immer gefremdelt. Deswegen Traden auch gar nicht meine Sache. Alles klar. Ja, ich bin auch schon gespannt. Ich freue mich drauf, mal was komplett Neues. Man bekommt andere User mit rein, damit andere Möglichkeiten, aber auch andere Risiken oder andere ungewisse Faktoren. Chemiesystem hast du gerade angesprochen, gucken wir uns nachher auch auf jeden Fall an. Erstmal verwirrend gewesen im ersten Moment, im zweiten Blick komme ich mittlerweile ganz gut mit klar. Wir gucken es uns nachher auch mal an. Ich würde aber sagen, dass wir an dieser Stelle jetzt mal reingehen, ihr Lieben, in das Thema Gameplay. Und bevor wir in den Talk dazu einsteigen, würde ich eigentlich ganz gerne
Folgendes machen und sagen, wir gucken uns gemeinsam doch einfach nochmal den Reveal-Trailer an, denn da sehen wir ganz, ganz viel tatsächlich jetzt so rückwirkend, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt hat, von den Themen, die wir heute besprechen werden. Und das nur mal ganz kurz nochmal als Abholer. Viel Spaß dabei. Thanks, Derek. Well, you can really feel the sense of anticipation as the players warm up for their big moment on the world stage. And away we go. It comes to Sam Kerr, leading the Chelsea attack. Sends it in. Haaland! A pure strike! Let's go pitch side where Alex Scott can tell us more. Well, you're seeing Hypermotion 2 in action. More animations than ever before. And more realism every time you step onto the pitch. Well, he's going to wear out the right stick playing like that. They say it's a game of two halves. And you can really feel the intensity building here. Oh, he's mastered that one over the summer. Safe hands there. It's incredible calmness under pressure. Oh, a crunching challenge. Well, that's new. Macario! Absolutely brilliant technique, and it feels like there's more goals coming in this one. Oh, silky from Vinicius. Smart dribbling from Son, weaving into space. What were you thinking, only one World Cup? In a celebratory mood. We're into the final moments now. What else do they have up their sleeves? And it comes to Kerr! And right in stoppage time. Hold on, what's Kylian up to here? He's in, Stuart! Mbappe! From the first frame to the dying embers, it's football everywhere. Welcome to the World Game. Welcome to FIFA 23. Okay. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich sage persönlich, ich finde, das ist gelungen, der Trailer. Es zeigt unfassbar viel jetzt im Nachgang, was es Neues geben wird. Und ich persönlich sage, es gibt dieses Jahr sehr, sehr viele Neuerungen tatsächlich, die das Gameplay beeinflussen können. Ich hau mal das erste raus. Neues Dribbling auf jeden Fall, das erkennt man schon. Ne? Es wirkt flüssiger, schnelle Richtungswechsel. Es soll, haben sie dann auch nachher gesagt, viele so Zwischenschritte. Das liegt natürlich auch alles ein bisschen an Hypermotion 2.0. Also was nochmal ein viel, viel besseres Machine Learning hat, was dieses 11 gegen 11 viel, viel detaillierter jetzt auch nochmal aufnehmen konnte. Und das finde ich auch persönlich, man merkt es. Es wirkt insgesamt flüssiger. Wir haben noch ein paar Skill-Moves und so weiter gesehen und andere Möglichkeiten auch zu steuern. Ich würde aber erstmal kurz beim Dribbling bleiben. Benja, wenn du das vor Ort gespielt hast oder jetzt auch in der Beta, nur vom Feeling her, fühlt es sich flüssiger an? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte bei den vergangenen FIFAs immer das Gefühl, dass es so ein bisschen rutschig alles sich angefühlt hat, ne? wie auf so einer Eisfläche. Das ist jetzt wesentlich geerdeter, auch dadurch, dass der Rasen einfach viel, viel dichter noch aussieht, wirkt es tatsächlich durch das Dribbling mit den ganzen Zwischenschritten und auch der Animation so, als würde man tatsächlich griffig in den Rasen reintreten und hat einen wesentlich besseren Halt. Also das ist schon der Fall, auf jeden Fall. Marie, spielst du die Beta? Hast du einen Code bekommen? Oder, Nee, also ich selber habe sie nicht gespielt, aber ich habe sehr viel so von Freunden gehört. Also ich durfte jetzt natürlich nicht alles so sagen, aber genau. Ich habe schon gespaltene Meinungen gehört, aber zum größten Teil, so 80% haben eigentlich gesagt, dass jetzt die Beta deutlich langsamer war, also gar nicht so flüssig oder so. Also dass die sich überhaupt nicht drehen konnten, die Spieler und sowas habe ich gehört. Und ja, ich hoffe, dass das halt... Ja, man muss natürlich jetzt ein bisschen differenzieren. Man spielt die Beta ja dann erstmal wieder mit Startkarten. Ne? Wir sind jetzt natürlich gewöhnt, wir spielen alle 98er, 99er, absolute Endgame-Karten, 99 Beweglichkeit, super Antritt.
Das ist natürlich jetzt auch immer so ein bisschen so ein subjektiver Faktor, glaube ich, ne? Also wie nimmt man das wahr? Wenn man jetzt natürlich noch im Grind ist und merkt, ich spiele jetzt eigentlich mit den perfekten Karten, dann wirkt es natürlich auch im gewissen Maße langsamer. Ich sag mal, in der Szene dann auch, also bei den Pros ist es ja auch so, dass da natürlich auch viel über Skill-Moves läuft und über Dribbling. Haben Sie den Eindruck, dass es solchen Leuten entgegenkommt, oder wird das Thema Passspiel vielleicht auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt? Kann man das sagen? Hast du da Feedback bekommen? Also ich habe das Einzige, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist auf jeden Fall jetzt, also jetzt wegen den so Dribbling und Tricks, was du jetzt so angesprochen hattest, das wird auf jeden Fall so mit der Sache wird auf jeden Fall entgegengekommen, dieser offensive Aufbau, das Passspiel, also dadurch, dass man jetzt am Anfang diese schlechteren Karten hat, dann kann man das jetzt nicht wirklich direkt beurteilen. Mhm. Ich meine, wenn du so eine Ikone hast, die kann natürlich besser passen und schießen, aber ich glaube halt jetzt ganz am Anfang, jetzt mit diesen Anfangskarten, ob jetzt auch jetzt ein Sonnes Gold, der sollte ja eigentlich auch normalerweise passen können. Ich habe halt gehört, dass ich da nicht so viel verändert hatte, also eher negativ verändert hatte, weil ja, dadurch, dass die Spieler sich so langsam gedreht haben und halt so einen langsamen Antritt irgendwo hatten, ist der Pass halt immer so komisch gekommen, also so total schief gespielt worden, oder man kennt das ja, dass du einen Hackepass machen möchtest, also einfach mal schnell nach hinten spielen, der hat sich dann irgendwie so komisch gedreht und dann irgendwie nach vorne gepasst, also ich glaube, dass die Beta noch viele Fehler mit sich bringt, aber ich glaube, dass das Endspiel halt schon anders aussehen wird, also ich glaube, dass EA jetzt schon viele Sachen umsetzen wird, die dieses Jahr ja schiefgelaufen sind. Okay. Bono, hast du einen Code gekriegt? Darfst du Beta spielen oder leider ich nein? Ich durfte tatsächlich mal reinspielen, ja. Okay. Wie fühlt es sich für dich an, Thema Dribbling vor allem? Also ich glaube, was man zu Beta immer sagen kann, ist, dass das Thema Balancing ja bei eigentlich jedem Teil, den FIFA jedes Jahr rausbringt, auch erst ganz zum Ende angegangen wird. Insofern, was jetzt irgendwelche Temposachen angeht, die Schnelligkeit, in der sich Spieler also wirklich drehen, in der Qualität, in der Pässe gespielt werden und sowas, das wird jetzt alles erst zum Ende des Spiels auch gemacht seitens EA. Insofern, wie das dann konkret irgendwie im effektiven, letztendlichen Spiel stattfinden wird, kann man gar nicht seriös beantworten gerade, glaube ich. Also das, was man sicherlich sehen kann, ist, dass sich der Bewegungsablauf signifikant geändert hat, dass auch am Spieltempo wieder ein wenig geschraubt wurde, jedenfalls was so Bewegungen, die Flüssigkeit, auch die Ballannahme, Mitnahme, First Touch, also diese ganzen Touches eigentlich auch dann in die Dribblings angehen. Aber wie viel davon dann konkret auch wirklich letztendlich im Spiel sein wird, werden wir sehen. Patrick, wie wichtig ist das Thema Dribbling im Pro-Clubs und so, wie es sich darstellt? Glaubst du, dass das bringt euch nach vorne? Oder ist es sogar so, dass sich eventuell auch, ich nenne es jetzt einfach mal die Rangliste, ne, es gibt halt die Top-Teams, sage ich mal, dass die sich vielleicht sogar damit schwer tun könnten und das eine Chance bietet für andere Teams jetzt, denen dieser Spielstil ein bisschen mehr liegt, vielleicht sich nach oben zu katapultieren? Wie ist da deine Einschätzung? Genau, du hast es ja in jedem Jahr auch wieder aufs Neue, dass du merkst, gerade in den ersten drei, vier Wochen, wenn der neue FIFA-Teil raus ist, dass Teams, die auch in dieser Saison vielleicht gut klargekommen sind mit FIFA 22, dass die sich erstmal wieder warm spielen müssen, einspielen müssen und dass die eben auch diesen kompletten Bewegungsapparat für sich austesten. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum bei uns eine Saison dann frühestens im November startet, weil die Teams einfach vorher die Möglichkeit bekommen, über Turniere oder so etwas, sich an den neuen Teil zu gewöhnen, bevor wir dann kompetitiv in den Ligaspielbetrieb entsprechend einsteigen. So, da berichten die Spieler halt tatsächlich jedes Jahr aufs Neue, dass natürlich jede Änderung des Gameplays dann auch Einfluss auf ihre Art und Weise hat, wie sie spielen. Jetzt ist es aber natürlich bei uns so, dass das, was die Bots drumherum machen, natürlich keine Rolle spielt, sondern hier eben auch immer die menschliche Entscheidung ja da ist. Und von daher, einige Punkte, die bei euch in den Spielmodi wichtig sind, bei uns etwas weniger wichtig sind. Auch bei den Skill-Moves, ja, die du siehst die relativ selten im Pro-Clubs, ja, während sie im Foot tatsächlich essentiell zum Teil auch sind. Genau, ja, ich glaube, also klar, ne, ihr habt lange Bälle, Tempo natürlich auch trotzdem drin im Modus, aber in engen Szenen im 16er finden sie Anwendung, denke ich auch immer noch, ne, wenn ich mir jetzt Marvin immer jetzt von Bochum angucke als Beispiel, der ist da ja dann doch sehr affin und ist ja eher der Foot-Spieler, sag ich mal, als der klassische Pro-Clubber.
Aber ich gebe dir natürlich recht. Und ich bin gespannt, wie sich das bei euch dann auch tatsächlich auswirkt, das Thema. Wobei man auch da wieder differenzieren muss, je nachdem, welche Generation dann derjenige oder der Verein dann auch spielen wird, ne? Also die Masse, die wir hier sehen und die Neuerung, wird es natürlich aufgrund der Hypermotion Technology 2.0, und Benja, bestätige oder korrigiere das gerne gleich, wird es ja dann nur auf Next Gen im Endeffekt geben, also diese krassen Veränderungen. Ja, das ist richtig. Die werden nur auf den Konsolen und auf dem PC halt kommen. Und ja, Hypermotion 1 gab es ja nicht mal auf PlayStation 4 und Xbox One. Ne? Von daher sind die inzwischen abgehängt, ja. Okay. Und daher ja dann auch das Crossplay, dass das nicht untereinander funktioniert, weil die halt einfach im Vorteil sind auf den Next-Gen-Konsolen. Klar. Das macht dann auf jeden Fall auch wieder Sinn und ist dann auch schlüssig nachher zu Ende argumentiert. Wir wissen, das Thema Beschleunigung ist unfassbar wichtig. Eigentlich jedes Jahr von FIFA, aber vor allem in den letzten Jahren war es immer wichtig. Und auch da werden wir wieder bei den Starter-Teams sehen, wenn Content Creator das halt generieren und in ihr Team bauen mit ihrer Community als Beispiel. Wie viel Tempo hat der? 64. Ne, kann ich nicht spielen. Das ist unspielbar. Oh, Flügelspieler? 76. Nee, können wir nicht. Schade. Er hat zwar 5-Sterne-Skills, aber ist zu langsam. Was wir wissen ist, es wird drei, ich nenne es jetzt mal, Beschleunigungstypen geben. Archetypes im Endeffekt. So ähnlich wie in Pro Clubs, wo du dann auch Archetypen kriegst, die du auswählen kannst nochmal. Und zwar explosiv, kontrolliert und anhaltend. Also diese drei Situationen gibt es. Explosiv ist klar, die haben einen super ersten Schritt. Das sieht man auch in den Videos ganz gut. Dann haben wir, ja, anhaltend sind so Spieler, die eher physisch stark sind, also vor allem Innenverteidigern. Virgil van Dijk ist, glaube ich, mit drin, aber auch so robuste Stürmer sollen diesen Archetype dann kriegen. Und dann haben wir halt noch dieses Kontrollierte, was dann so relativ konstant wohl von der Geschwindigkeit sein soll. Also die haben nicht den Mega-Antritt. Marie, wie interessant findest du das Thema? Und vor allem, was meinst du, was wird das für einen Impact haben? Weil ich glaube, gerade natürlich Skiller, die dann auch gerne Schussfinte in den Stand machen und aus dem Stand dann Reverse Elastico Cancel Moves oder sonst was nutzen, wenn die einen super ersten Antritt haben, also diese Archetypen explosiv, die könnten ja theoretisch, wenn du dir Raum generierst, einen unfassbaren Unterschied machen dann. In meiner Theorie jetzt. Ja, also ich denke schon, dass das auf jeden Fall einen großen Vorteil haben wird. Also ich skill ja auch sehr, sehr gerne so. Und ich hab ja die Beta nicht gespielt, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wenn du halt diesen. Irgendwo kann man das auch als Boost beschreiben, bestimmt. Also, ne, ist ja auch irgendwo so ein kleiner Boost. Und Ja. FIFA 21 gab es ja auch zum Beispiel diesen Miyagi-Boost, der war ja auch komplett overhyped. Also, hat einfach irgendeinen Boost gemacht, ist dann direkt durchgelaufen. Und ich glaube halt auch, wenn die jetzt so ein. Ja, sagen wir mal, einen besseren Antritt haben und alles und dann doch aus dem Stand irgendeinen Trick noch machen. Also es wird schon, es kann einerseits gut sein, aber andererseits auch viel zu OP, dass das im 16er halt, ne, die einzige Möglichkeit ist, ein Tor zu schießen, dass man halt nichts anderes sieht. Das kann natürlich auch der Fall sein, aber ich glaube, im Großen und Ganzen finde ich es auch ganz cool, dass mal jetzt so ein paar neue Sachen dazugekommen sind und ich bin gespannt, es auszuprobieren. Ja, sehr, sehr schön. Bono, wie siehst du das? Wahrscheinlich ähnlich, ne? Also es ist nachdem so von FIFA 21 zu 22 jetzt nicht so die mega gravierenden Änderungen. Klar, die Meta jedes Jahr ändert sich im gewissen Maße, aber es war schon ähnlich. Ich glaube, es ist eigentlich mal ganz cool, dass was Frisches kommt, oder wie ist da deine Einschätzung? Ja, so absolut. Also gerade was jetzt irgendwie den Faktor Antritt angeht, ist das einer, der sowieso im realen Fußball eine viel größere Rolle gespielt hat als in den FIFA-Teilen irgendwie zuvor, weil immer irgendwie der wesentliche Bestandteil irgendwie davon ist, irgendwie eine Separation im Vergleich zum Gegenspieler herzustellen, so wirklich diese ersten paar Zentimeter, vielleicht sogar Meter eben auf den Gegner zu machen, eigentlich das Entscheidendste ist, um in kleinen Räumen irgendwie ja zu Vorteilen irgendwie zu gelangen, auch taktischer Natur, und dass das jetzt auch ein bisschen mehr eben Anwendung findet in den Bereichen, die wir hier in FIFA 23 letztendlich wahrscheinlich vorfinden können werden, ist ein großer Vorteil, also in vielerlei Hinsicht, und gibt auch viele Möglichkeiten, unterschiedlichste Spielstile wieder zu kontern. Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr positive Idee. Ich finde es auch super hinsichtlich Verteidigen einfach, ne? Also du musst ja dann auch so im gewissen Maße im Kopf dann haben, okay, was für ein Spielertyp, gegen wen spiele ich da jetzt gerade? Wer weiß, vielleicht sehen wir am Anfang auch das ein oder andere Mal wieder Lukaku bei den Leuten. Vielleicht ist das dann dieser Spielertyp, der gar nicht so den gravierenden Antritt hat, aber der nachher dann eine super
Endgeschwindigkeit nachher kriegt, musst du wahrscheinlich anders verteidigen als ein Vinicius Junior. Ganz, also ist klar, allein schon wegen der Skillsterne, ist schon logisch. Aber Verteidigung kannst du ja nicht immer nur im Mann-gegen-Mann-Kontext sehen. Ne? Sondern nein, natürlich, aber es ist trotzdem, du musst es mit berücksichtigen. Du musst es... Bestimmt, ja, ne? Gut, letztendlich kannst du alles berücksichtigen, klar. Ja, ne, aber es, ich finde, es gibt eine neue Dimension dem Spiel tatsächlich und jedem auch ein bisschen die Möglichkeit, zu seinem Spielstil dann halt passende Karten sich vielleicht auszuwählen. Benja, ich hatte den Eindruck, dass EA gerade auf diese Neuerung auch relativ stolz war, das sehr, sehr gut dann präsentiert hat, auch in ihren Interview-Trailer nenne ich es jetzt dann einfach mal. War das vor Ort in Vancouver auch so? Hattest du den Eindruck, dass sie da schon drauf gedrängt haben? Und wie haben sie euch das Ganze präsentiert? Sind sie darauf explizit eingegangen? Konntet ihr das da auch vor Ort testen? Oder kam das auch für euch dann erst nachher raus? Nee, das haben sie tatsächlich schon im Showcase auch gesagt und das sehr prominent auch mit Mbappé zum Beispiel gezeigt, dass es halt ein sehr explosiver Spieler ist und der halt sofort da ist und man dann aber halt mit einem etwas antrittsschwächeren Spieler halt trotzdem hinterherkommen kann, ne? Dass er halt seinen Lauf aufbaut und dann am Ende vielleicht doch noch eine Grätsche reinlaufen kann. Von daher sind die auf diese Neuerung, glaube ich, sehr, sehr stolz. Wir konnten das darin hinterher auch tatsächlich im Spiel ausprobieren. Die hatten nicht viele, also wir haben nur Freundschaftsspiele gemacht und die hatten, ich glaube, 8 Mannschaften dort plus 4 Frauenteams dabei. Da habe ich das tatsächlich auch öfters mal ausprobiert, wie sich das aufs Spiel auswirkt, aber es ist halt zeitlich viel zu begrenzt, um zu sagen, wie sich das jetzt insgesamt in der Saison zeigen wird. Ne? Danke dir. Gute Frage gerade von Gotugai aus dem Chat. Die würde ich ganz gern jetzt einmal mit reinwerfen. Gibt es einen Unterschied zwischen der Vancouver gespielten Version und der Beta für dich? Also welche erschien dir auch weiter oder sind sie sogar relativ vergleichbar gewesen? Die Beta ist auf jeden Fall weiter. Also es spielt sich nochmal anders. Vor allem hatten wir in Vancouver tatsächlich auch nur die FIFA 22 Mannschaften. Das war alles komplett anders. Und jetzt sind ja immer noch Sachen, die von FIFA 22 übernommen wurden in der Beta. Da wird sich nochmal einiges tun. Also das kann man noch nicht sagen, wie es jetzt im Endeffekt dann am Ende wird. Okay. Kannst du was dazu sagen, inwiefern das Defensivverhalten durch Hypermotion Technology 2.0 vielleicht noch enger wird? Also ne, es gab dieses Jahr häufig den Vorwurf, Mensch, also du musst noch weniger aktiv selber verteidigen. Die CPU macht gerade, was Hypermotion Technology angeht, viel. Hat man das gefühlt? Oder? Ja, also das Title Update 14 hat das ja schon in FIFA 22 integriert, weil wahrscheinlich haben es nicht mehr viele gespielt, weil es so spät in der Saison kam. Ja, ja. Der Radius der Verteidiger ist halt einfach wesentlich enger und auch wenn sie von der KI gesteuert werden, haben sie nicht mehr diese Macht, da einfach wie so ein Ninja-Fighter reinzuspringen. Ne? Also inzwischen mit Hypermotion 2.0 ist es tatsächlich so, dass man sehr, sehr nah dran kommen muss und dann sein Tackle sehr genau timen muss, sodass man dann den Ball bekommt. Es ist aber tatsächlich auch sehr, sehr rewardend, das dann tatsächlich erfolgreich durchzuführen. Also ich hatte das Gefühl, dass das ja wesentlich mehr Spaß macht zu verteidigen und auch mehr Variabilität reinbringt ins Spiel. Okay, also rewarden, gutes Verteidigen oder aktives Verteidigen wird belohnt, höre ich daraus. Bono hat schon ein bisschen den Kopf geschüttelt, gerade so energisch. Hast du das anders empfunden in FIFA 22? Oder? Nee, also worüber ich den Kopf schütteln musste, war so diese Präsentation irgendwie von wegen, ja, es gab irgendwie Vorwürfe, dass Verteidigen mittlerweile zu einfach ist und sowas. Und ja. Das sind halt Aussagen, Entschuldigung bitte, ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei, das gibt's im Grunde, in diesen 10 Jahren gab es das mindestens 9 Mal. Also das sind Sachen, die wiederholen sich jährlich. Das ist, darauf kannst du wirklich gar nichts geben. Das ist, nee, sorry. Ja, okay. Aber natürlich Hypermotion Technology hat das Ding schon enger gemacht im letzten Jahr. Das muss man einfach so sagen, weil die Kette im Allgemeinen halt realistischer verschiebt. Und du hast es definitiv in der Vierer-Version gehabt. Lass mich kurz erstmal aussprechen, mein Lieber. Dass der Außenverteidiger, gerade der Ballferne, dann gerne oben geblieben ist. Also Ballferne Seite.
der ballnahe Innenverteidiger ist draufgegangen, aber der Innenverteidiger nicht mit. Und das ist schon ein Unterschied. Und da kann ich den Vergleich zum realen Fußball ziehen, als DFB-Trainer auch. Das ist sehr, sehr nah an der Realität gewesen. Und du hast halt nicht diese Lücke nach dem ersten 1 gegen 1, was du gewonnen hast, war es halt tatsächlich in der alten Version meiner Meinung nach zumindest so, dass dann ein gewisser Raum da war, bis der nächste Verteidiger da war. Und das finde ich persönlich in der Hypermotion Technology 1, die ich jetzt bisher nur bewerten kann, schon deutlich enger. Und das war so meine Aussage oder der Kern der Aussage, warum ich darauf gekommen bin. Und viele bewerten es halt auch einfach so. Also man kriegt immer wieder diese Kommentare mit, aber ich nehme das gerne auch so natürlich mit, dass du sagst, Mensch, eigentlich war es schon immer in 10 Jahren so. Und wir können das alle, Sechser anwählen, Rest macht dann im gewissen Maß, zumindest unterstützt die CPU, gab es tatsächlich auch schon häufiger. Patrick, meinst du, Hypermotion Technology 2.0 im Allgemeinen wird den Pro Club verändern auf Next Gen jetzt? Oder also auch gerne, was das Verteidigen angeht, da können wir gleich mal ein bisschen schon mal, wir haben jetzt viel Offensive jetzt schon mal so hinterleuchtet, auch defensiv gerne noch mal so ein bisschen mit bewerten? Also ich überlege gerade die ganze Zeit, wenn ich euch so zuhöre, ne, dann sind da ja viele Dinge, die einfach dadurch passieren, dass eben der Computer in der Situation, wo du nicht aktiv den Spieler steuerst, ein bestimmtes Verhalten ausübt, ne, als du jetzt gerade das Verschieben der Kette und so weiter besprochen hast. Das sind ja alles Punkte, die bei uns im Grunde eigentlich keine Rolle spielen, weil wenn du mit den 11 Mann unterwegs bist, dann geht es ja genau darum, dass du dein taktisches Verhalten aufgrund deiner fußballerischen Ausbildung und dann eben als Mannschaft anpasst und so weiter und so fort. Also deswegen glaube ich, ja, natürlich sind die ganz konkreten Bewegungsabläufe, die ein Spieler machen kann und so weiter, die sind wichtig. Aber was ansonsten die CPU im Spielverständnis normalerweise beisteuert, das ist ja bei uns eben genau der Punkt, wo die taktische Ausbildung und eben auch der fußballerische Sachverstand der Spieler, die dann an der Konsole sitzen, den Unterschied machen. Und von daher, also ich kann es am Ende noch nicht bewerten, weil ich habe natürlich weder 23 jetzt gespielt, noch irgendwie den Vergleich zwischen dem, was ihr sagt und dem, was dann halt in Pro-Clubs hinten dann auch ankommt. Mir das im Moment gerade noch sehr, sehr schwer. Gebe ich dir recht, klar, ihr spielt gerade natürlich dann in den Top-Ligen nachher immer 11 gegen 11. Ist ja nicht wie bei uns, die dann mal einen Pro-Clubs-Abend machen und dann sind 6 Spieler oder 7 Spieler oder 8 Spieler dabei und der Rest ist noch CPU mit dabei oder Annie, ne, einer steuert den Rest. Genau. Da hast du natürlich vollkommen recht. Also deswegen sind solche Sachen natürlich bei euch dann überhaupt nicht relevant. Aber ihr habt natürlich trotzdem die offensiven Möglichkeiten, die taktischen Möglichkeiten, die neu dazukommen. Was mir jetzt erstmal so vom Gefühl her aufgefallen ist, EA versucht, das Ganze ineinander wirken zu lassen. Also man gibt offensiv neue Möglichkeiten, man denkt dann aber parallel gleichzeitig daran, defensive Möglichkeiten oder Kontertaktiken, Bonus glaube ich gerade auch vorhin genannt, mit an die Hand, dass du die Möglichkeit kriegst, das dann wiederum zu kontern. Ich nehme mal das Beispiel, dieser Powerschuss jetzt, der kommt, da sagt ihr ja auch, das dauert halt insgesamt deutlich länger, das heißt, er ist sehr wahrscheinlich da sinnhaft, wo man Raum generiert hat, dass man die Zeit findet, zum Abschluss zu kommen. Und parallel gibt man der Defensive jetzt diese Möglichkeit, unter anderem der harten Grätsche als Beispiel, also wo so haben sie es genannt, wo der Ball dann richtig, also du kommst dann richtig schön reingesetzt und knallst den Ball dann damit richtig weit weg auch. Findet ihr das gut, dass man tatsächlich probiert, im Allgemeinen das Spiel tiefer zu machen, auf mehr Ebenen, sag ich mal, abzubilden und auch immer jetzt wieder daran zu denken, wie könnte eine Kontertaktik aussehen oder welches Stilmittel gebe ich dem Spieler an die Hand? Bono, hast du das Gefühl auch so, wie du die Trailer jetzt gesehen hast, also würdest du das auch so interpretieren oder siehst du das ein bisschen anders und sagst, ich finde nicht, dass das zusammenpasst? Wie ist da deine Einschätzung? Naja, grundsätzlich ist ja das Ziel von FIFA immer irgendwie den reellen Fußball zu modellieren in die Virtualität. Mhm. Und irgendwo gibt es da sicherlich mal ein paar Grenzen, an die man stößt. Und hin und wieder gibt es zumindest irgendwelche kleinen Teilaspekte, die man eben neu abbilden kann, wenn es einen neuen FIFA-Teil gibt. Und dementsprechend passen sich sowohl offensive als auch defensive Möglichkeiten an. Und wenn man da in der Lage ist, einfach ein bisschen mehr Variabilität einfließen zu lassen, also auch ein bisschen mehr vielleicht Individualität in Bezug auf die eigene Entscheidungsfindung, was man eben offensiv oder defensiv gerne besser gelöst haben möchte, ist das, glaube ich, einfach etwas, was ein bisschen mehr Power auch irgendwie in die Hände des Spielers gibt. Und das ist, denke ich, grundsätzlich immer eine positive Sache. Sie sprechen davon parallel, wenn wir gerade bei der Defensive sind, es wird mehr Abpraller geben, haben Sie gesagt.
Sie sprechen davon. EA ist mit Sie gemeint. Ach so. Sie sprechen davon, Herr Rauch. Nein, EA spricht davon, Bono. Dass es mehr Abpraller geben wird. Man hat es ein bisschen so auch schon in den Trailern dann gesehen. Wie nimmst du die auf, also oder diese Aussage auf? Wie stehst du zu Abprallern? Also gefühlt nerven sie mich irgendwie? Ja, sie sind halt ein Teil des Spiels. Ne? Ja. Also wenn sie ein Teil des realen Fußballs sind, sind sie auch ein Teil des virtuellen Fußballs. Und in welchen Situationen auch immer das realistisch sein mag, da soll das dann bitte auch schön auftreffen. Also wenn es da eben mehr Möglichkeiten gibt, aufgrund der Engine jetzt Abpraller auch ein bisschen anders darzustellen, weil mehr Körperteile irgendwie gegebenenfalls auch ein bisschen nachgehen geben können als solches, mal bei irgendeinem Player-Model als solches, dann klar, immer gerne. Warum nicht? Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Marie, du weißt nicht, ob du das genauso siehst, aber Abpraller in Ordnung, wenn sie dann auch irgendwie realistisch dargestellt wurden. Also du hast ja gesagt, ne, wenn sie dann auch etwas anders abgebildet werden. Ich hatte immer häufig den Eindruck, Abpraller und dann dreht der Ball auf einmal physikalisch irgendwie nicht nachvollziehbar für mich. Oder je länger der Ball rollt, umso schneller wird er auf einmal. Also was eigentlich ja auch nicht realistisch wäre, sondern er wird ja eigentlich langsamer durch die Reibung am Ende des Tages so. Man hat erst den Eindruck, der dreht so auf der Stelle durch und dann beschleunigt er weg. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ist für mich auch immer ein subjektives Empfinden. Könntest du mit Abprallern leben, Marie, wenn sie nachvollziehbar und reproduzierbar wären, also sauber abbouncen? Ich muss ja sagen, ich gucke ja auch selber jetzt nicht immer, aber ich gucke auf jeden Fall Hertha-Spiele zum Beispiel in der Bundesliga. Mhm. Und jetzt von all den Sachen, die ich jetzt gucke, also so oft wie mir auch dieses Jahr zum Beispiel in FIFA gab es ja auch echt viele Abpraller, aber die waren... Also, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, aber dann schießt da irgendjemand meinen Spieler an und dann hat er irgendwie ein 3 Meter langes Bein bekommen und dann flutscht der Ball irgendwie ins Tor. Das ist ja überhaupt nicht realistisch. Also, ich weiß nicht, irgendwie dieses Jahr, also wenn man das so sagen möchte, dass Fußball realistisch sein soll, dann muss man das A so sehen. Im echten Leben finde ich nicht, dass das, also, ihr könnt mich ruhig korrigieren, aber ich gucke, die Spiele, die ich gucke, da gab es nicht so viele Abpraller, wie ich erlebt habe in FIFA. Und wenn man jetzt meinetwegen sagt, okay, nächstes Jahr soll es ja angeblich mehr Abpraller geben, schön und gut, aber ja, dann bitte halt auch, dass es dann, ne, dass der Ball dann realistisch ins Tor dann geschossen wird und nicht irgendwie nochmal 100 km/h dazu bekommt. Also das war dieses Jahr schon sehr, sehr schlimm, fand ich. Es hat mich sehr aufgeregt, sehr viel Wut gekostet. Aber ja, ich hoffe mal, dass sich das dann dieses Jahr halt realistischer darstellen lässt. Das wäre auf jeden Fall gut. Benja, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Also hat man das gemerkt oder sagst du, okay, haben sie jetzt geschrieben, aber war gar nicht so merkbar, dass es irgendwie viele Abpraller geben soll? Das ist schwierig zu sagen. Also ich habe es jetzt nicht als mehr oder weniger wahrgenommen. Mhm. Ne? Ich habe mit Kencho darüber gesprochen, das ist der Gameplay Design Director. Auch im Zuge des Title Updates 14, da haben sie das ja schon mit eingeführt, dass auch Hitboxen zum Beispiel, also dass der Ball eventuell durch Arme durchglitscht oder so, halt nicht mehr haben jetzt in FIFA 23, das aber trotzdem in grenzwertigen Fällen halt noch Fällen noch zulassen, weil sie das Spiel halt einfach flüssig halten wollen. Also es hörte sich jetzt für mich so an, als würde es tatsächlich eher weniger Abpraller geben als vorher. Okay, danke dir für die Einschätzung. Gehen wir so ein bisschen weiter. Wir waren jetzt beim Dribbeln, also beim Herauskombinieren vielleicht aus engen Räumen von oder Herausspielen in dem Moment, dann auch von Torchancen. Gehen wir mal hin zum dann Verwerten von Torchancen, die man sich herausgespielt hat. Der Abschluss, der soll auch deutlich mehr Möglichkeiten oder zumindest auch anders jetzt laufen. Den Powerschuss haben wir schon angedeutet, der dann glaube ich, das manuelle Zielen soll dann nochmal wirklich massiv in den Fokus kommen, so wie sie schreiben. Es dauert länger, ist dann aber wahrscheinlich so ähnlich wie ein Green Time vielleicht oder sowas, um mal so einen Vergleich zu ziehen. Irgendwie ganz vorstellen kann man sich ja noch nicht. Es wird geben Flachschüsse, diesmal nicht, ich glaube, es war Bono R1 oder L2. Ja, ne? Dann hat er flach geschossen, das ist nicht mehr so, sondern es wird jetzt so sein, dass ich muss immer ein bisschen gucken, damit ich auch die Zahlen richtig beigebe. Maximal 40% Aufladung, dann geht der Ball jetzt flach. Genau, ein tiefer Abschluss, richtig. Und dafür gibt es dann natürlich den Außenrissschuss, den du jetzt anfordern kannst mit L2. Das heißt aber nicht automatisch, dass er ihn, glaube ich, macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Außenriss-Trade dann auch einsetzt, ist höher, wenn der Spieler auch diesen Trade hat. Also so habe ich es jetzt gelesen. Wir haben dann parallel noch, was glaube ich wichtig ist, die verbesserte Belohnung, nennen sie es,
auf halb unterstützte Schüsse. Das kann dann sogar bis zu, sagen Sie, doppelt so hoch sein, die Wahrscheinlichkeit oder die Genauigkeit dann nachher im Vergleich zu unterstützenden Schüssen. Ist das ein richtiger Weg, also diese ganzen verschiedenen Arten von Abschlüssen als Beispiel, plus dieses halb unterstützte Schüsse, also jemand, der es dann ein bisschen manueller selber steuert, geht das in die richtige Richtung Skill Gap, was man immer mal wieder so als Vorwurf hört, Mensch, es wird irgendwie dem Casual so einfach gemacht, ich bin jetzt der, der das so toll kann, habe aber das Gefühl, das wird nicht belohnt. Ich weiß, ist wieder so ein bisschen Stammtischparole, Bono, darum frage ich dich auch gleich erst, meinst du aber insgesamt für das Skill Gap nachher auf allerhöchstem Niveau, ist das der richtige Weg zu sagen, also wer das mastert alles und das kann, der steht dann auch verdient oben? Wahrscheinlich schon, ne? Also wenn es darum geht, erstmal Komplexität zu erschaffen, dann ist es letztendlich auch die Verantwortung wahrscheinlich vom Entwickler ESports, das letztendlich so umzusetzen, dass sich auch alles einigermaßen gleichermaßen lohnen kann, wenn man es gut umsetzt. Ja, und da kommen wir dann wieder auf den Faktor Balancing. Also da gibt es dann auch wieder Varianten, die wahrscheinlich ein bisschen besser funktionieren und einige, die ein bisschen schlechter einfach klappen. Unabhängig davon, wie gut man in der Lage ist, das umzusetzen, woraus sich dann wieder irgendwie eine Metataktik oder eine Metaspielweise entwickelt. Mhm. Aber das, ja, also zunächst mal irgendwie in höhere Ebenen der Komplexität zu tun, würde, glaube ich, auch so einem grundsätzlichen Erstellen eines Skill Gaps maßgeblich helfen, klar. Mhm. Welche dieser Schussvarianten findest du besonders interessant oder welche Änderung vielleicht auch? Also das erste Mal irgendwie beim Schießen musste ich mich zurück besinnen, also weil irgendwie die Art und Weise, wie der Ball jetzt fliegt, mich sehr erinnert an das, was früher Pro Evolution Soccer war. Also wenn irgendjemand Pro Evolution Soccer mal gespielt hat, so die letzten Teile, so 2021 oder sowas war das noch, oder dann schon E-Football, sorry, was weiß ich, ich bin sehr alt. Das war irgendwie hinsichtlich der Abschlüsse oder des Gefühls des Abschlusses sehr ähnlich, weil das jetzt sehr wuchtig ist teilweise, sehr viel mehr, also sehr viel strahliger irgendwie rüberkommt, als das zuvor in FIFA der Fall war, wo man ja teilweise einfach Schusstempo dabei hatte, was nicht so hundertprozentig eben, ja, zumindest assoziiert hätte, dass da jetzt sehr viel Kraft hinter wäre, unabhängig davon, wie stark man die Taste auch gedrückt hat. Insofern, wenn es jetzt ein bisschen besser funktioniert, dass man es auch manuell einstellen kann und das auch wirklich so umgesetzt wird, dann finde ich das eigentlich bisher sehr gut. Ja, sehr schön. Find ich auch gut. Ich glaube, es war im... Mit den Tornetzen, muss ich sagen, weil Tornetze, geil. Ehrlich? Ey, also wollte ich eigentlich überhaupt nicht darauf eingehen, dass wenn Tornetze flattern. Echt? Feierst du? Das hat mich so gefreut. Das ist super. Okay, schön. Es gibt dazu noch so einen kleinen Sound aus dem PlayStation 5 Controller. Das ist richtig nett. Das ist super. Ein Torjubel? Oder was kommt aus dem PlayStation 5 Controller, wenn du dieses satte Netzgeräusch, ja. Ehrlich? Okay, verrückt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon zu... detailreich werden. Der Controller spricht zu dir, nennen wir es mal so. Stark, ey. Tornetze, das muss ich mir aufschreiben. Das finde ich super. Okay, Bono feiert Bewegungen eines Tornetzes. Finde ich stark. Patrick, für euch als Klubber, ne? Verschiedene Schusstechniken und so weiter. Auch das hat aber im gewissen Maße wahrscheinlich dann schon Auswirkungen. Vielleicht können wir das vorstellen, je nachdem, wo du auch auf dem Platz bist, vielleicht macht die eine Schussart mehr Sinn als eine andere. Ne? Wird das Auswirkungen bei euch haben? Bestimmt, oder? Ja, unbedingt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wenn du dich wirklich mit den Jungs unterhältst, die durchsuchten, ne, und die auch so richtig reinschwitzen, ne, in die jeweiligen FIFA-Teile, dann ist die Diskussion, die ihr gerade geführt oder die wir gerade führen, zum Thema, wie differenziere ich mich eigentlich, schon relevant. Weil die Jungs, die auch zum Beispiel bei so bei Wettkämpfen wie dem World Cup, ne, in der IPCC, also die, da gibt es ja auch Strukturen, wo Weltmeisterschaften gespielt werden, wo Europameisterschaften gespielt werden. Wenn du den Jungs zuhörst, dann sagen die ja, dass sie ein Problem damit haben, dass EA, ne, häufig jetzt so das Gameplay so aufgebaut hat, dass möglichst alle mitspielen können. Ja, und dass es eben nicht mehr diese, wer viel spielt, kann sich auch differenzieren und hat eben auch andere Fähigkeiten, die er sich aufbaut. Ja, so, und ich glaube, wenn hier wieder das Gameplay differenzierter wird, hast du da eine ganze Menge Jungs, die das feiern werden, die es auch gut finden werden.
Könnte auch interessant werden hinsichtlich Transferverhandlungen bei euch. Ich sag mal, wenn dein Spielstil jetzt so und so ist als Team und du stellst fest, dafür brauche ich halt jemanden, der genau das und das richtig gut kann, könnte es ja auch eine Entscheidung nach, oder auch nur bei der Aufstellung einfach mal sein, könnte es ja auch eine Entscheidung sein, heute spielt dann mal der Stürmer, weil er einfach, also weil wir erwarten den Gegner so und so und deswegen könnten wir uns vorstellen, dass diese Fähigkeit, die er nun mal besser beherrscht, die zielführende nachher ist. Also finde ich auf jeden Fall interessant natürlich, dass du jetzt viel, viel mehr, also zumindest erstmal gefühlt von wie man es liest, wie man es aufnimmt, dass man mehr Möglichkeiten generell an die Hand bekommt, kreativer dann auch im Bereich des Abschlusses zu sein. Ich würde nochmal vielleicht weggehen jetzt von den Abschlüssen hin zum Moment vor dem Abschluss-Event, also First Touch. Auch das stellen sie relativ groß dar. Benja, vielleicht kannst du das kurz mal so erklären. Also es geht ja auch um das Feature Ruhe beim Schuss. Das sieht in den, wir haben es im Trailer auch gesehen, ziemlich verrückt aus. Also der Ball flog im Bogen zentral auf den 16er. Ich weiß gar nicht, Premier League-Spieler war es auf jeden Fall, nimmt den Ball mit dem ersten Kontakt mit in die Bewegung, wieder nach oben, okay, kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein, und bereitet so dann den Volley-Schuss ins Tor vor. Sieht ultra spektakulär aus, wie ich finde, in den Trailern. Merkt man das im Spiel auch so? Also diesen First-Touch-Moment, dass diese Vorbereitung des kontrollierten Abschlusses nachher, dass die wirklich anders da ist jetzt als in FIFA 22 als Beispiel? Ich habe davon tatsächlich überhaupt nichts gemerkt, dass es irgendwie anders sein soll. Ne? Okay. Also es sieht tatsächlich in den Trailern sieht super spektakulär aus, aber in meinem Spiel taucht das jetzt nicht als großer Moment auf oder so, also überhaupt nicht. Okay. Jemand andere Erfahrungen gemacht, eventuell, der vielleicht auch vom Spielstil anders ist, jetzt der spielen konnte, Bono? Merkst du davon was? Oder? Also wenn gab es ja den Ruhefaktor als solches sowieso schon bei Spielern, also in den letzten FIFA-Teilen, dafür gab es ja auch immer schon einen einzelnen Wert eben in den Fähigkeiten. Richtig. Das hat sich jetzt für mich auch nicht so sehr viel anders eben dargestellt in den meisten Situationen. Okay. Passt erstmal, dann bleiben wir bei dem Thema auch gar nicht lange. Sieht spektakulär aus, warten wir mal ab, wie es nachher wird. Wenn es eine Option ist, tatsächlich dann auch Bälle aus der Luft irgendwie sauber vorzulegen, damit du dann gut und schnell zum Abschluss kommst. Wäre interessant auf jeden Fall. Weiteres Mittel gerade für vielleicht druckvolle Flanken oder so. Ball mit der Brust abtropfen lassen, Abriss ins Glück oder ans Lattenkreuz, wie bei Benja im Realen. Gehen wir rüber zu den Skillmoves. Auch das ist wichtig. Auch Skillmoves gehören zum Spiel nun mal mit dazu. Die einen mögen das und eskalieren völlig am Controller. Die anderen sagen, das hat überhaupt nichts mit realem Fußball zu tun. So, das haben wir immer wieder und das ist auch völlig in Ordnung, dass es da völlig unterschiedliche Sichtweisen gibt. Fakt ist, es gehört zum Spiel dazu und EA hat angekündigt, dass es sehr viel Neuerungen gibt. Ich habe mal nur jetzt drei uns mal exemplarisch rausgeholt, die wir auch gesehen haben. Das ist zum einen die verzögerte Finte, also wo er fast so wie so ein Wackler macht, wartet auf eine Reaktion des Verteidigers und zieht dann vorbei mit der Finte. Skillmoves insgesamt jetzt mit dem linken Fuß waren eindeutig zu erkennen im Trailer. Und ein Hackenflick, aber nicht dann nach vorne weg, so wie man ihn aus den letzten Jahren kennt, halt Heel to Heel, also die Beschleunigung dann nach vorne, sondern jetzt mit der angeschlossenen Ballrolle entweder in die rechte Seite oder linke Seite. Also Moves, die wir so vielleicht noch nicht kannten, die man auch dann im Rahmen von Practicing dann einfach verinnerlicht hat. Wie seht ihr das Thema? Ich glaube schon, dass Dribbling wichtig ist, Bono. Wird das Spiel ein bisschen verändern, auch gerade dieses Antizipieren, was macht der Gegner gleich? Weil es komplett neu ist. Ja, natürlich. Also ja. Absolut. Wenn du halt das neue Element irgendwie da hast, eine Überraschung, was du dem Gegenspieler eben in der Defensive entgegenschleudern kannst, weil du weißt, okay, in der Offensive gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, mit denen du versuchen kannst, irgendwie den Gegner halt in Bredouille zu bringen. Dann natürlich, klar. Das findest du das cool? Wert übrigens. Schön. Ja. Absolut, das denke ich auch. Findest du es dabei auch cool, dass es verschiedene Tempomuster dabei gibt? Also dieser verzögerte ist ja ein komplett anderer Ablauf, sage ich mal, des Körpers auch, als im Vergleich der Heel-to-Ball-Rolle, nenne ich es jetzt mal. Ist das cool? Natürlich, klar. Also jedes Mal, wenn du irgendwie Tempo verlagern oder verzögern kannst durch eigene Aktionen, ist das auch wieder eine Möglichkeit, einfach auch eine gegnerische Defensive irgendwie in Unordnung zu bringen. Und das ist offensiv ja immer das Ziel. Und so, wenn du da mehrere Möglichkeiten in die Hand kriegst, wie so häufig, argumentativ jedenfalls hinsichtlich meiner Struktur hier heute, ist das in der Komplexität dann schon ein Vorteil.
Ja, auf jeden Fall. Ja, cool, danke dir. Marie, wie siehst du das? Du hast jetzt gesagt, so lange spielst du dann halt auch noch nicht, spielst trotzdem sehr gut, hast gerade Skill Moves genau auch angeeignet. Findest du das gut, dass du jetzt wieder relativ viel neu lernen musst? Also motiviert dich das dann auch, gemeinsam mit der Community dann auch, vielleicht das dann auch zu meistern nachher? Ja, habe ich gesagt schon. Also, die Leute, die mich schon so ein bisschen verfolgen, die wissen, also meine Stärke liegt halt wirklich so in der Offensive, in den Tricks. Also, Verteidigung und so brauche ich gar nicht ankommen. Aber so im 16er, da bin ich wirklich sehr kreativ. Und bei mir ist es halt so, ich habe mir da jetzt dieses Jahr meine drei, vier Tricks ausgesucht: Elastico aus Elastico und Hacke zu Hacke. Oder McGee Cancel. Und ich bin halt froh, dass, ja, dass ich die so schnell erlernen konnte. Und ich hoffe auch, dass die nächstes Jahr genauso gut funktionieren, weil das hat man sich sehr schnell. Ja, ey, Bodo, mach mir jetzt nicht meine Hoffnung kaputt, ja? Also, Auselastico muss bleiben, das ist mein absoluter Lieblingstrick. Aber ich bin echt sehr, sehr froh, dass neue Tricks dazukommen, weil man muss auch mal so sehen, diese ganzen Casual-Player, die einfach nur Just for Fun spielen, die werden, glaube ich, nicht diesen Trick direkt lernen. Also, das wird ein Trick sein, die werden dann denken, oha, was hat er denn jetzt gemacht? Also, ein Elastico, den kennen schon viele, die jahrelang jetzt so FIFA spielen. Die kann man schon so ein bisschen so vorausschauen, aber jetzt diese neuen Tricks, von denen du da gesprochen hast, mit der Ballrolle, Heel to Heel, irgendwas, den werden viele nicht kennen. Und deswegen wird das, ich denke, schon am Anfang bis so Mitte FIFA sehr, ja, overpowered sein, wenn man den anwendet, ja, weil er sehr überraschend kommen kann. Genau. Also wir halten erstmal fest, Marie würde ins Coaching bei Bono gehen, um es dann möglichst schnell zu erlernen. Und zum anderen, ich würde da gerne noch ein bisschen sogar drauf, du sprichst die Casuals an. Ich glaube ja, erstmal werden sie es selber nicht beherrschen, aber das andere ist auch, sie müssen das Ding verteidigen lernen. Und Ja. ich habe für mich festgestellt, ne, ich kam vom Traden und habe dann das Gameplay jetzt so auch in den letzten 2 Jahren für mich immer mehr entdeckt, sagen wir es mal so. Ich kann das verteidigen, wovon ich selber weiß, wie A funktioniert das natürlich, klar, also wie wird das ausgelöst, aber B auch, in welchem Raum, in welchem Spot nutzt man das oder macht es vielleicht Sinn? Was könnte der Gegner jetzt versuchen? Wo möchte er vielleicht rein? Und erst wenn ich verstehe, wie der Gegner eventuell tickt, und dazu brauche ich einfach das Verständnis über diese neuen Moves, erst dann kann ich es auf Dauer zumindest effektiv verteidigen, ist meine Meinung. Würdest du das so unterstreichen? Zumindest war das so bei mir jetzt eigene Erfahrung, Bono. Ein bisschen ja, aber nicht so sehr, weil Defensive halt grundsätzlich schon eher nach so einem Algorithmus funktioniert, ja. Also Okay. wenn es eben für dich so ist, dass du sagst, okay, jetzt in 1 gegen 1 Situation willst du jetzt nicht unbedingt offensiv verteidigen gegen irgendwelche Skills, die du noch nicht beherrschst oder irgendwelche Bewegungsmuster, die du noch nicht irgendwie bewusst bei dir hast, da musst du es halt versuchen, irgendwie in deiner Mannschaftsstruktur zu ändern. Und dafür gibt es halt relativ simple Möglichkeiten. Also das ist dann, ja, musst du halt versuchen, den Gegner in irgendwelche Räume zu locken, in denen du potenziell eben eine numerische Überzahl erstmal generieren kannst, um dann Balldruck auszuüben. Aber da geht es jetzt ein bisschen zu weit runter. Also keine Sorge vor sowas. Defensiv braucht ihr nicht haben. Okay. Dann gehe ich dem mal positiv entgegen. Positiv. Aber auch ich finde, neue Anreize oder neue Reize im Allgemeinen tun einem Spiel immer gut. Gerade wenn man es Jahr für Jahr schon grindet über viele, viele Jahre. Man möchte eigentlich nicht nur dieses kleine Update haben mit ein bisschen neuer Grafik-Engine, der Finger klappt jetzt oben beim Torwart, sondern ich finde es schön, wenn einfach dann mal wieder das gefühlt man ein etwas abgewandeltes Produkt nachher in der Hand hält, was man dann auch spielt und konsumiert. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Also, und nochmal, ich glaube, das sind schon relativ viele und es sind nur Ausschnitte jetzt erstmal, was uns EA schon dieses Jahr mit an die Hand gegeben hat. Ich finde das ganz cool, dass sie dieses Jahr, also bei den Tricks, wie die funktionieren, die haben uns sogar schon die Kombination, also die Tastenkombination mitgegeben. Wahnsinn. Also ich bin persönlich jetzt mal positiv überrascht von der Außenkommunikation von EA im Rahmen dieser Reveal-Aktion jetzt gerade. Wenn ihr, vielleicht um das mal ganz kurz so abzurunden, hattet ihr den Eindruck auch, also so positiv, dass ihr sehr offen kommuniziert und uns schon sehr, sehr viele Details zu diesem Zeitpunkt mit an die Hand gibt? Ja, also ich kenne das eigentlich auch von Spielen anders eigentlich, dass gerade im Vorfeld wenig kommuniziert wird, Ja. sodass ja, der Überraschungseffekt vielleicht größer ist oder auch der Schaden vor dem Spiel nicht so groß. Deswegen sind sie, glaube ich, sehr davon überzeugt, was sie da gerade machen und anbieten. Ja, also ich war echt überrascht, auch wie lang die ganzen Deep Dives waren und wie viel sie da mitteilen. Da ist halt massig drin und von daher bin ich positiv überrascht tatsächlich.
Ja, definitiv. Frage in Richtung Bodo nochmal. Für jemand, der dann auch so als Coach dann halt auch das Ganze noch begleitet, ist das cool, dass man auch frühzeitig so viel erfährt? Ich glaube ja, weil man kann sich schon mal so ein bisschen zumindest gedanklich darauf vorbereiten, was einen erwarten wird. Oder sagst du, ist es eher besser, alle starten fast mit nichts und müssen es selber herausfinden? Weil welchen Weg findest du da interessanter als Trainer oder jemand, der halt auch schon so lange jetzt im Business dabei ist? Also wenn geht es halt wirklich darum, einfach dann relativ schnell Erfahrungen sammeln zu können in Bezug auf das, was tatsächlich funktioniert und was nicht funktioniert und dadurch, dass Balancing halt wirklich relativ spät kommt und sich dann auch über Woche für Woche über alle möglichen neuen Patches erstmal wieder ändern kann, ist das alles eigentlich ein konstanter Prozess des Wandelbaren. Insofern ist eigentlich da Anpassung immer das entscheidende Stichwort und inwiefern man sich halt wirklich hundertprozentig auf das verlassen kann, was jetzt als Information nochmal herauskommt. Ja, klar. Sei auch mal wieder dahingestellt. Genau, da gebe ich dir recht. Erstmal einfach entspannt Tee trinken und abwarten. So ist es auf jeden Fall. Also ich finde aber, um das nochmal vielleicht zu sagen, es gibt auch noch die Erweiterung der Flankenzonen halt jetzt zum Beispiel, haben sie ja auch noch uns gezeigt. Auch das ist wieder eine neue Option. Mal gucken, was sie dann wirklich bewirkt im Spiel. Inspiriert von Yunmin Son, dem alten Leverkusener. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ich finde, es hört sich gut an. Es bietet mehr Tiefe, es bietet neue Möglichkeiten, es bietet Möglichkeiten zum Angreifen, aber auch zum Verteidigen. Dazu haben wir noch die ganzen taktischen Möglichkeiten. Wir haben es vorhin einmal angesprochen, so wie wir es rausgelesen haben, war es, glaube ich, der zentrale defensive Mittelfeldspieler, der auf einmal eine Option kriegen kann, dass er sich dauerhaft immer wieder anbietet. Muss ich mal gucken, wird sich nach meinem Verständnis vielleicht dann auf die Ausdauer auswirken, dann ist er schneller müde oder so. Schauen wir halt mal. Ich finde es erstmal interessant, dass es so etwas gibt. Ob man es nachher im Spiel sehen wird und ob es einem hilft, wissen wir nicht, aber ich finde es erstmal cool, dass man sich so eine Gedanken gemacht hat. Ich würde an dieser Stelle gerne, vor allem Patrick zuliebe und der Community, die natürlich auch dahinter steht, jetzt gerne rüberkommen zum Punkt Pro Clubs. Nochmal. Beim Crossplay zu Beginn haben wir gesagt, nicht mit integriert. Okay, Haken dran. Haben wir darüber diskutiert und gesprochen. Nichtsdestotrotz, wird es Änderungen geben? Und zwar, Volta und Pro Clubs wurden gemeinsam zusammen, sag ich mal, in den Deep Dives vorgestellt, weil es jetzt eine Konnektivität geben wird. Nennen wir es einfach mal so. Also, du kannst, um es mal relativ einfach darzustellen, kannst du im Volta-Bereich auch deinen Char im gewissen Maße weiter leveln für den Pro Club. So habe ich es gesehen. Also, die beiden Modi funktionieren schon gemeinsam und du kannst dann auch über Skillspiele und so weiter gewisse XP sammeln. Ich fange gleich bei dir an, ist ja klar, Patrick. Wie siehst du das Thema, dass diese beiden Modi im gewissen Maße zumindest, also sind jetzt nicht essentiell miteinander verbunden, aber du kannst sie zumindest connecten. Findest du das interessant? Findest du das gut oder? Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, weil ich nicht so tief im Pro Club bin komplett und dann das Wording leicht falsch deute. Also für uns ist es im Moment erstmal so, dass es spannend ist, dass nach einer langen Zeit von, es hat überhaupt nichts mit Pro Clubs stattgefunden, jetzt im zweiten Jahr hintereinander Anpassungen kommen, die eigentlich darauf deuten, dass man diesen Modus noch im Blick hat, ja, und dass man ihn auch entwickeln Ja. will. So, und was die Strategie dahinter ist, kann ich im Moment noch nicht hundertprozentig beurteilen. Ich habe so eine Tendenz und so eine Idee, ne, dass eben dieser eigene digitale Avatar, der ja auch in ganz anderen Lebenswelten gerade ganz, ganz wichtig wird, dass der jetzt eine Aufwertung im Spiel bekommt, weil er eben auf dem Fußballfeld, ne, gespielt werden kann, aber in der Volta-Welt dann auch irgendwie noch gestylt werden kann und so weiter und so fort. Also dass das so die ersten Schritte sind, um dann möglicherweise auch da später mehr draus zu machen. Ob das im Moment ist das reine Spekulation von meiner Seite aus. Was ich spannend finde, ist aber, dass tatsächlich dieses Hochleveln oder auch das komplette Level-System, dass solche Dinge halt nochmal angepasst wurden jetzt für FIFA 23 und dass du auch schon mitbekommst, dass es wiederum auch von den Archetypen, von den Perks nochmal Erweiterungen gibt. Das heißt also, man beschäftigt sich auf der Developer-Ebene mit diesem Modus und das ist jetzt mal unabhängig davon von den Details einfach ein positives Zeichen, ne, Ja. da passiert was. Also ich denke auch, also erstmal, dass man sich gefühlt mit der
mit den Anregungen aus der Community, das muss ja nicht immer, also Kritik muss ja auch nicht negativ sein, aber das Wort selber ist ein bisschen negativ behaftet, also mit den Anregungen aus der Community scheinbar auseinandergesetzt hat, deutet da auch für mich hin. B, zwei Modes miteinander zu verknüpfen, heißt ja jetzt auch erstmal, also man plant zumindest noch damit, sonst warum sollte man jetzt auch noch Entwicklerarbeit reinstecken, auch noch Modi zu verbinden halt im gewissen Maße, ne? Das finde ich auch, und da bin ich komplett bei dir, das Individualisieren natürlich, was für euch ja auch wichtig ist, jeder spielt ganz gerne auch mit dem Spielertypen, also klar, erstmal Meta natürlich, aber so von der Optik her vielleicht, also ich habe mir einen Seroberto gemacht als Beispiel, so, ne, Seroberto habe ich immer gefeiert, was ein Fußballer, auch heute noch, was für eine Maschine, ich liebe diesen Fußballer, diesen Art Fußballer auch, ich feiere das total, dass ich... Nein, den original echten von Bayern 04 Leverkusen, damals dann den Bayern. Das war wirklich ein absolutes Idol meiner späteren Jugend dann schon. Also wirklich feiere ich, und das fühle ich dann auch. Und ich glaube, das geht auch in die richtige Richtung, und das wird auch die Community gut annehmen. Was ich cool finde, und da, ich bleibe nochmal kurz bei dir, ich hole euch anderen gleich mit dazu, aber natürlich jetzt Pro Clubs, Patrick, natürlich dein Steckenpferd. Skillspiele und Training wird es ebenfalls geben. Du kannst über die Skillspiele auf jeden Fall auch bis zu einem Wochenmaximum XP oder Erfahrungspunkte, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, verdienen. Trainingsplatz, pass auf, Idee von mir. Könntest du dir vorstellen, oder wäre das für euch nicht geil, aus der Sicht eines realen Trainers jetzt gesprochen, Trainingsgelände und du darfst 11 gegen 0 spielen, um Situationen wie, wie verhalte ich mich bei einem hohen Ball von einem Gegner? Wie verhalte ich mich selber bei zweiten Bällen? Wie wollen wir hinten eröffnen? Wie wollen wir Torchancen zu Ende spielen? Wäre das für euch nicht sensationell? Also so eine Art Sandkasten, wo ihr 11 gegen 0 tatsächlich spielen könntet? Wir haben die Diskussion ja auch tatsächlich auch schon hier im E-Sports-Talk gehabt. Das ist tatsächlich etwas, was glaube ich, heute fehlt, ja? Und was aber zum Teil die Teams, die heute bei uns im Ligabetrieb sind, sich dann künstlich herstellen, ja, indem sie dann heute in der Situation sind, dass sie, ne, ihre 22 Spieler, die sie im Kader haben, ne, gemeinsam in ein Spiel holen, in ein Freundschaftsspiel holen, ja, und dann sich alle um die an die Seitenlinie positionieren, ne, alle irgendwie mit dem Daumen trotzdem am Controller, damit sie nicht rausfliegen, ja, um dann die Anlaufsituation zwei Stürmer gegen einen Verteidiger zu simulieren, ja, so. Wenn es jetzt hier wirklich tatsächlich Andeutungen gibt, dass es einen Trainingsmodus geben könnte, wo du bestimmte Spielzüge einfach ausprobieren kannst, ja, ohne dass du immer direkt eine komplette Spielsimulation da hast, wäre das tatsächlich sensationell, weil wir wissen auch, die richtig guten Pro-Clubs-Teams, die arbeiten auch taktisch wirklich mit Taktiktafel, mit Videoanalyse und. Und wenn die jetzt eine Möglichkeit haben, hier in der Trainingssimulation Spielzüge zu trainieren, extrem cool. Ich habe neulich einen Fußballverein gehabt, der gesagt hat, die Moves, die wir im Pro Clubs machen, die trainieren wir auf dem echten Rasen und umgekehrt. Ja, so, wenn es jetzt auch eine Trainingssimulation im Spiel gibt, dann ist das auf jeden Fall eine Bereicherung. Wie die aber ganz konkret aussieht, freuen wir uns drauf, ja. Das mal ausprobieren zu können. Also um das auch nochmal klar herauszukristallisieren, man liest es so nicht raus. Ich denke, es wird eher so dieses, du kannst dann alleine wahrscheinlich trainieren. Also vermute ich weiß es nicht, vielleicht kann Benja da genauer sagen, aber dieser zweite, es wäre der erste Schritt und eventuell dann in einer weiteren Entwicklungsstufe, das wäre halt ein Träumchen, ne? Also, weil man nutzt 11 gegen 0 tatsächlich gerne, um so Sachen halt zu testen. Im Kontext, ja? Wenn ich das vielleicht einfach noch einmal kurz reingehen darf, was ich interessant finde, ne, und das ist, glaube ich, so ein kleines Gimmick, aber was auch in die richtige Richtung geht. Häufig ist es so, dass du in der Lobby noch auf Mitspieler wartest. So, und wenn ich es richtig verstanden habe, ne, die Videos, die ich gesehen habe, dann ist an der Stelle so ein Lobby-Modus mittlerweile da, dass die schon da sind, irgendwie Kleinigkeiten ausprobieren können. Ja, so, okay. Ich weiß nicht, ne, ob ich, wie gesagt, das Video richtig interpretiert habe und richtig verstanden habe für Pro Clubs, aber das sah für mich so aus, als ob eben wirklich in dieser Wartezeit, wo du auf den Rest des Kaders wartest, eben kleine Übungen gemacht werden können, mit denen, die schon da sind. Das finde ich zum Beispiel auch ein cooles Gimmick. Lockeres Gammeleck und Kometenschießen, wunderbar, auf jeden Fall. Benja, konntet ihr reingucken irgendwie jetzt schon mal oder bist du da komplett blank, was Pro Clubs angeht, in 23? Genau, also in Vancouver konnten wir halt gar nicht reingucken und in der Beta
bin ich noch nicht zugekommen. Ich weiß gerade auch gar nicht, ob das funktioniert. Ich glaube schon. Ich habe heute Volta versucht auszuprobieren, da ist der Server aber sofort gecrashed. Das war nicht so gut. Ja, ich glaube, mit diesem Skill-Game wollen sie tatsächlich auch die Motivation erhöhen, Pro-Clubs oder Volta zu spielen, dass man das halt auch alleine angehen kann und dann schon mal sein Avatar verbessern kann und dann eventuell der Drang größer ist, das auch auf dem Feld auszuprobieren. Ich glaube, das ist der Ansatz, den man da dann in beiden Modes versucht zu gehen, um das dann auch zusammenzulegen. Insgesamt hat man gewissermaßen auch den Eindruck, man möchte es casual freundlicher machen, den Modus, aus den genannten Gründen von dir gerade, dass man halt eben, also ein Casual Gamer ist ja eher derjenige, der vielleicht mal mit 1, 2, 3, 4 Kumpels zockt, aber der noch nicht diesen Weg gefunden hat, jetzt zu Patrick und in die Vereine sich in einem großen, richtigen Kader anzuschließen. Und genau diese Skill Games als Möglichkeit, aber auch das Thema mit diesen Spontanspielen, wo dann eine Halbzeit jetzt nur noch 4 Minuten dauern soll, dann gibt es zweimal Golden Goal, wenn danach keine Entscheidung, dann unentschieden gewertet. Es wirkt ja schon so ein bisschen, als wenn man es dem nicht Hardcore Pro-Clubber jetzt ein bisschen schmackhafter machen möchte, guck doch mal rein in den Modus. Du musst nicht unbedingt mit 11 Leuten zocken, um wirklich erfolgreich zu sein. Ich habe auch den Eindruck tatsächlich, dass das tatsächlich dahin geht. Marie, du hast ja jetzt gesagt, ist halt so überhaupt nicht bisher wahrscheinlich dein Modus gewesen, zumindest was du vorhin meintest. Könnte dich das bewegen, wenn es einfacher wäre oder auch mal mit nur 2, 3 Leuten zumindest gewisse Sachen zu machen wären, da öfters reinzugucken? Oder sagst du, nee, ich verbrate meine Zeit tatsächlich dann lieber in FIFA Ultimate Team? Ja, also natürlich ist so Ultimate Team mein Favorit, so, aber man kennt das ja auch selber jetzt, wo ne, so Weekend League und sowas nicht mehr wirklich Spaß macht, so. Da rufen mich ja auch oft Freunde und sagen dann, jo, komm, Pro-Clubs. Aber also wenn es jetzt wirklich so einfacher werden soll, wenn man so ausdrücken kann, sein Pro so zu leveln oder irgendwie, dass es irgendwie schneller geht oder so, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Aber ich habe halt einfach keine Kraft dazu, mit einem Spieler, der halt nicht mal eine Ballrolle schafft oder so, am Anfang zu spielen. Das regt mich einfach auf. Ich kann das nicht. Ich gebe mir Elastico ein, der fällt einfach hin. Es regt mich komplett auf. Es ist total schön gezeichnet, das Bild. Und genauso ist es natürlich, wenn du natürlich gewöhnt bist, mit bestimmten Skill-Sternen, sage ich mal, ausgestattete Spieler zu spielen, dann fehlt das erstmal. Und das war ja auch ein großer... Das merkt man. Und dann bleiben wir bei Kritikpunkt jetzt aus der Community. Das dauert so lange, bis man diese Schritte dann auch hatte, diese merklichen. Und ich habe den Eindruck, also erstmal, man stellt ja um das Level-System von 25 Stufen auf 100. Insgesamt brauchst du also von einer Stufe zur anderen nicht mehr so viele XP. Und man soll relativ schnell auch an die Belohnung, nenne ich es jetzt einfach mal, im Skillbaum kommen halt, Patrick. Ne? Also das geht ja genau in die Richtung auch, die dann wahrscheinlich Leuten wie Marie dann auch das ermöglicht. Wir können dann gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Bono, wie sieht es bei dir aus? Bist du jemand, der schon auch Interesse an Pro-Clubs hat im gewissen Maße, also auch oder mehr als normal? Früher durchaus mal gespielt und auch tatsächlich gerade so im Jahr 2020 irgendwie, als dann ne, Corona kam und einiges irgendwie zu Ende ging, haben wir uns auch in Profikreisen zusammengetan und durchaus mal das eine oder andere Turnier da gespielt. Also da auch liebe Grüße an Timo und Andi. Ja, aber also darüber hinaus tatsächlich eigentlich eher nicht, ne. Okay, also du bleibst eher in den anderen Modis, was weiß ich, 90er-Modus, VWL, dementsprechend auch 90er-Modus, natürlich Foot. Das sind so die, wo du dich dann zu Hause fühlst. Absolut, ja. Okay. Findest du es trotzdem gut? Also ich sag mal, du bist ja dann natürlich auch jemand, der großes Interesse an der FIFA-Community im Allgemeinen hat. Findest du es auch cool, dass aber trotzdem dieser Modus weiterhin supported wird und auch jetzt gerade mit FIFA 23 zumindest andeutungsweise auch geupgradet wird, gefühlt? Ja klar, also es hat ja auch seine Berechtigung. Ich meine, relativ viele Leute haben da sehr, sehr viel Spaß dran. Ist eine der Arten, wie man Fußball irgendwie in der Realität irgendwie naturgemäß spielt. Insofern, klar, warum nicht? Es ist einfach ein Teil dieses Spiels, also bitte auch gerne da ordentlich für bei. Danke dir. Also ich finde das auch wirklich interessant, die Neuerung auch Patrick wieder. Man weiß ja also, selbst wenn ich dann halt dann mit den Jungs gespielt habe und das war es dann völlig egal, ob wir mit den Bochumern gespielt haben, ob mit Ederson als sensationellen Torhüter oder halt einfach nur mit Leuten aus unserer Community, die nichts mit Pro-Clubs bis dahin am Hut hatten. Über eins freuen sich alle. Spieler des Spiels,
Egal, bin ich geworden, Jungs. Oh, ich habe eine 9, oder so Bewertung. Also dieser Flex ist egal in welchem Modus, aber vor allem auch in Pro-Clubs immer noch da. Und was man gesehen hat, ist ja die Top 5, wir haben es dann Performers, kommen jetzt am Ende. Also bester Passgeber, bester Spieler, glaube ich, ist wieder mit dabei. Bester Verteidiger, glaube ich. So ein bisschen wie wir es von zum Beispiel auch COD, hatte die vorhin schon mal angesprochen, auch da kennen. Ne? Wer war da berechnet jetzt der Beste der Runde in bestimmten Kategorien? Ich glaube, das wird bei euch intern, glaube ich, interessant sein, und ich glaube, das mögen die Leute auch, oder? Am Ende des Spiels zu sagen, ey, siehst du, das ist so eine Art Honorierung meiner geleisteten Arbeit. Unbedingt. Also es ist tatsächlich so, dass wir heute über unsere Spielberichte, ne, in der Plattform solche Statistiken erheben, um am Ende zu sagen, wer ist der beste Scorer, wer ist der beste Torhüter, wer ist der beste Verteidiger und so weiter und so fort. Und das ist auch da tatsächlich im Sinne von öffentlicher Ehrung und so weiter, das bei uns genutzt wird, weil die Leute das wollen. Ja, natürlich wollen die im Team of the Week stehen, ja, oder im Team of the Season. Also auch das sind Strukturen, die bei uns dann übertragen werden. Und das ist halt total cool, ja, wenn dann jetzt hier, ne, Gottugai, der auch im Chat ist, wenn der dann irgendwie sich auf der Rechtsverteidigerposition sieht und oder Linksverteidigerposition sieht und sagt halt, das bin ich, ja, ich bin hier der Verteidiger der Saison gewesen, ja, dann geht denen halt ein Herz auf, wenn das jetzt demnächst sogar durch das Spiel dann auch nochmal gepusht wird, du Screenshots bekommst und so weiter und so fort, dann werden die Leute das glaube ich schon feiern, weil diese Statistiken darfst du nicht unterschätzen. Also ne, das mögen die Leute. Das wird auch immer wieder in Streams, die wir machen, wird am Ende immer so durchgezeigt, ja, wer hat welche Wertung bekommen und. Da achtet man drauf. Ja, stark, glaube ich. Bei mir hat Dennis tatsächlich immer sogar als Stürmer performt, tatsächlich, muss ja, ich ihm sagen. Das kann er auch, also aber natürlich ansonsten eher der Defensivaktivere, aber mega cool, und ich glaube, und da blasen wir dann auch ins selbe Horn, es ist cool, dass man merkt, es wird sich in diesem Jahr auf jeden Fall mit beschäftigt, also man hat jetzt, nachdem man erstmal, du hast ja gesagt, erstmal so ein bisschen auf dem Boden war, hinsichtlich der Crossplay-Ankündigung, dass man jetzt doch auf einmal mit einem besseren Gefühl, glaube ich, in das neue Jahr dann trotzdem geht, oder? Ja, ich glaube, und da auch nochmal vielen Dank, ne, wirklich an eure Berichterstattung. Was in der Community, glaube ich, gut getan hat, ist das letzte Interview, ne, was mit dem Game Designer, ne, für Pro Clubs oder dem Verantwortlichen für Pro Clubs gekommen ist. Weil das zeigt ja so ein bisschen auch auf, nee, ihr werdet nicht vergessen, sondern das ist tatsächlich hier ein Entwicklungsschritt. Und ich glaube, wenn man mal ein bisschen ohne die Emotionen drauf guckt, ist es ja auch natürlich, dass wenn FIFA mit Crossplay anfängt, dann wird natürlich in dem Hauptgeschäft, ja, Ultimate Team, wird schon wahrscheinlich eine Menge hakeln. Ne? Wir haben gerade eben über die Servertechnologie und so weiter gesprochen. Die werden da ihre Herausforderungen schon haben. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann eben auch noch 22 Spieler alle theoretisch auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs sein könnten, ja, dass das möglicherweise auch die Serverkapazität anstrengend und so weiter und so fort, und dass man da erstmal versucht, sich ranzutasten, kann ich irgendwie auch verstehen. Ja, also da habe ich auch Verständnis für, auch wenn man natürlich aus der emotionalen Perspektive sagt, warum ist es nicht direkt da? Aber wenn man so aus der Business Development Perspektive drauf guckt, ne, und auch so einem Rollout-Prinzip, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass man erstmal das macht, was ist das Hauptgeschäft ist. Wenn das sauber läuft, dann kannst du eben auch die anderen Spielmodi, ne, nachziehen, weil du die Erfahrung dann gemacht hast, wie funktioniert Crossplay dann an der Stelle bei den Kapazitäten. Bin ich komplett bei dir. Regie übrigens, ja, Dankeschön dafür. Haut gerade nochmal den Link zum Artikel auch, der gerade von dir beschrieben war, raus. Guckt da gerne mal rein. Lest euch das durch, wirklich sehr interessant, sehr, sehr gute Arbeit auch, die unsere Redaktion da auch leistet. Ich denke, so selbsthuldigend dürfen wir da sein und den Mädels und Jungs da wirklich ein ja, großes Dankeschön dann auch aussprechen. Also wirklich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das gibst du ja dann auch als einer der führenden Köpfe im Pro-Clubs-Bereich dann gerade ganz gut zu Protokoll, dass das auch von der Community sehr, sehr gut aufgenommen wurde. Ich würde sagen, wir kommen zu einem letzten Punkt. Also ich hatte noch das Thema Heroes und die Verbindung zu Marvel und naja, kann man ja geteilter Meinung drüber sein. Also ich find den Zugang noch nicht so. Aber das Positive dabei vielleicht, um das noch einmal anzuschneiden, nur ganz kurz. Was ich cool finde, ist, dass Heroes, wo wir gesagt, Ikonen, wo wir gesagt haben,
warum sind die eigentlich Ikonen und andere nicht, dass es jetzt Downgrades gibt. Manche Ikonen sind halt nur noch Heroes als Beispiel, dafür kommen neue Ikonen rein und vor allem viel, viel breitere Heroes. Ich glaube, ich habe heute Rudi Völler gesehen, Freunde, zusammen mit Gerd Müller. Oh, ich werde nervös. Ich bin Samstag tatsächlich in Leverkusen, in der Bayer Arena. Und dann sind die großen Spieler des Vereins ja dann immer so allein schon draußen mit Riesenplakaten. Und wenn ich jetzt überlege, Rudi Völler, ne? Freunde, das sind Emotionen. Da freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe, sie sind halbwegs spielbar. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren mit beiden. Freue ich mich schon drauf. So, aber back to topic. Chemie hätte ich halt ganz gerne nochmal ganz kurz angesprochen. Jetzt ist es so, ich habe da mal was vorbereitet. Es gibt ja dann hier auch so schöne Teambilder-Seiten und ich will es ganz kurz mal ansprechen. Benja, als Redakteurin des Vertrauens, wurde dabei die Fische sofort verstanden, das System, oder irgendwann gesagt, kurz mal drauf geguckt und dann gesagt, nee, das ist mir zu komplex, da muss ich ja fast für studiert haben. Ja, also vor Ort war das ein bisschen schnell, ne? Wie sie alles gezeigt haben. So, ja, glaube ich. Das geht jetzt so, das geht jetzt so, der harmoniert mit dem und jetzt, okay. als ich es dann hinterher gelesen habe, war es eigentlich recht plausibel und ich finde es auch ein bisschen natürlicher tatsächlich, dass nicht unbedingt die direkten Nachbarn immer miteinander harmonieren müssen, sondern das auf dem ganzen Platz geschieht und ja, also für mich eine vernünftige Erneuerung. Ich bin tatsächlich sogar eher Fan von dem eFootball Dream Team. So dass man das Team halt noch ausbilden kann und alle halt irgendwann harmonieren können. Das finde ich tatsächlich auch sinnvoller, auch gerade im Fußballkontext, dass das möglich ist, eine Mannschaft halt einfach auszubilden und nicht einfach nur sich da Leute auf den Platz stellt, die dann irgendwie zusammenspielen müssen. Von daher ist das mit dem System einfacher und wahrscheinlich auch kreativer, so wie es halt auch gesagt haben. Ja. Bono, wie siehst du das Thema neues Chemiesystem? Ja, kann man sich nur anschließen. Also meine erste Assoziation war auch tatsächlich E-Football, weil wesentliches Thema auf jeden Fall, erstmal alle Spieler können irgendwie ein bisschen miteinander, zumindest insofern, als das jetzt auch keine irgendwie negativen Auswirkungen mehr für irgendwelche Spielerwerte tatsächlich existieren dann im Spiel. Das stimmt, genau. Was ich einen wichtigen Faktor finde. Und ja, ne, alles Weitere, ich fand, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, also da wird auch jeder Normalo mit ein kleines bisschen Übung und mal drauf gucken, auf jeden Fall gut. Das denke ich auch. Übung macht da den Meister. Marie, wie siehst du das Thema? Neue Chemie schon mit beschäftigt? Schon verinnerlicht? Oder sagst du auch nee, ich warte noch mal kurz und dann in ein paar Wochen beschäftige ich mich langsam? Ja, ich habe mir es ein bisschen angeguckt, aber ich blickt auch nicht immer direkt durch. Also vor allem letztes Jahr, als mein erstes FIFA war und mir dann gesagt wurde, es gibt gelbe, grüne, rote Links. Ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Aber ich muss sagen, also ich sehe da einerseits einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Einen Vorteil sehe ich darin, dass es halt dann kreativere Teams gibt. Also ich kenne das ja, wenn ich zum Beispiel jetzt mir Davies jetzt auf dem linken Verteidigungsposition da geholt habe und da dachte ich mir so, okay, ich brauche jetzt unbedingt einen Strongling, zu dem musste ich dann zum Beispiel Kimmich spielen, obwohl ich gar keinen Bock auf den hatte, ne? Aber andererseits kann ich mir das auch sehr gut so vorstellen, dass dann halt, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, aber dass dann halt die Positionen immer dann mit der stärksten Karte gedeckt werden. Also dass dann halt jeder zum Beispiel dann Davies spielt, weil er nun mal der Beste ist und dann halt auch den Besten im ZM spielt und auch den Besten im Sturm spielt, weil jetzt halt irgendwie alles linkt. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Jahr irgendwie überpowerte Teams, es überpowerte Teams geben wird. Das kann halt irgendwo ein Nachteil sein, ne? Also ich weiß nicht, ob man es versteht. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Nee, absolut, meine, absolut, ja. Finde ich einen super interessanten Ansatz. Und Bono nickt, das macht er bei mir fast nie. Von daher gehe ich von aus, dass du auch ganz klar seine Meinung da getroffen hast. Und ich glaube, auch Benja hatte gleich zustimmend genickt. Und ich glaube, Patrick, gönnen wir mal eine kleine Pause einfach bei diesem Thema als Pro-Clubber, nicht ganz so wichtig. Ich möchte das ganz gerne eigentlich... Chemie ist aber auf einer anderen Ebene, ne? Ja, das stimmt natürlich, hast du recht. Chemie tatsächlich zwischenmenschlicher Natur dann vor allem. Genau. Davis hast du gerade angesprochen, ich finde das Beispiel auch ganz gut, deswegen habe ich es hier mal ausgewählt. Also wir sehen, es gibt, wie von Bono auch schon angesprochen, eigentlich keine Gängelung mehr. Die Karte ist die Karte, Minimum. Also das, was draufsteht, bekommst du auch selbst bei null Chemie. Sie wird halt stärker, also der Campstyle, der draufkommt, kennen wir ja auch noch von diesem Jahr, ist ja klar, nehmen wir mal ein Shadow mit 10 Tempo als Beispiel jetzt Upgrade. Je nachdem, wie halt das
die Anzahl der Sterne auf der Karte ist, wirkt dieser Camp-Style, um das mal grob wiederzugeben. So, das war wohl. Jetzt ist es so, und das finde ich ja nicht ganz schön dargestellt, es gibt verschiedene Kategorien. Und wir nehmen jetzt einfach mal, wir starten mit dem Beispiel Davis und Neuer. Vielleicht eine wichtige Information noch. Karten können eine Nebenposition haben. Das bedeutet, sie müssen auf ihrer originären oder gewandelten Position spielen, um Auswirkungen auf das Chemiesystem zu haben. Also auf sich selber, aber auch um anderen Karten den Pluspunkt zu geben, den wir gleich ansprechen werden. Also ein Davis und ein Neuer zusammen bieten einen Stern, weil es die Kategorie gibt, aus demselben Verein zwei Spieler zu haben, bedeutet einen Plusstern. Den zweiten in derselben Kategorie würdest du kriegen, wenn du drei weitere Bayern-Spieler mit dazu machen würdest. Also bei fünf Bayern-Spielern, die auf der richtigen Position spielen, funktioniert das. Ich probiere es mal hier und ihr seht, wenn ich Davis als IV spielen würde, hat er keine Auswirkung auf sich selber. Das heißt, er kann keinen Pluspunkt an Chemie bekommen, aber er wirkt auch nicht mehr auf Neuer. Also wir gucken uns Neuer mal kurz an. Auch Neuer hat jetzt hier nur sich selber und kriegt nicht den Pluspunkt, dass ein weiterer Bayern-Spieler mit im Verein ist. Also richtige Position oder die gewandelte Nebenposition muss der Spieler haben. Wir sehen es dann hier und das ist eigentlich wunderbar dargestellt. Auch über die Bundesliga könnte man einen weiteren Punkt generieren. Und wir nehmen mal, weil wir gerade bei Leverkusen waren, Florian Würz. Da haben wir in SSZAM, das heißt momentan hätte er keine Auswirkung auf die Chemie, aber er hat eine Nebenposition ZM. Ich wandle ihn also um zum ZM, dann passt er in dieser Formation 4-3-3 rein. Und siehe da, wir haben auch drei Bundesligaspieler zusammen. Bedeutet, Davis und Neuer, beide Bayern-Spieler, den einen Stern dadurch und den zweiten durch Bundesliga bekommen, Würz den ersten Stern bekommen, weil dreimal Bundesliga drin ist. Ich hoffe, soweit verstanden. Durch den Manager kann man weiterhin, wie auch jetzt, einen Bonuspunkt kriegen, wenn er die richtige Nation oder Liga hat. Das heißt also, wenn wir jetzt einen Bundesliga-Manager als Beispiel da aufbauen, dann hätten Neuer und Davis schon drei Sterne und hätten damit das Maximum an Chemie. Würz wäre bei zwei Sternen. Und wir hätten noch on top die Möglichkeit, sehen wir auch hier, die Nation verhält sich genauso wie die Liga bei drei Spielern aus Deutschland. Das muss aber kein Bundesligaspieler also sein, sondern das könnte dann auch ein Harvard sein. In der Premier League ist Deutscher, würde bedeuten, alle drei Deutschen, wenn sie auf der richtigen Position spielen, bekommen den Chemiepunkt für Deutschland. Ich hoffe, erstmal so vom Grundsatz her auf jeden Fall relativ einleuchtend erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich bin bei euch. Und wir machen es mal, übertreiben mal ein bisschen doller. Also die können halt auch völlig woanders auf dem Feld stehen. Wir haben nicht mehr diese direkte Verbindung, die ist nicht mehr notwendig und das finde ich auch super. Also ihr wisst ja oder habt ihr zumindest mitgekriegt, ich finde es toll, wenn es neue Sachen einfach gibt und man kann am Ende des Jahres, wenn man es getestet hat, immer noch sagen, okay, das war nicht ganz ausgeklügelt, da müssen wir nochmal nachschärfen oder, schlimmste Fall, wir müssen zurückgehen, als Beispiel halt, ne? Aber ich finde es erstmal toll, dass man eine andere Möglichkeit bekommt. Anmerkung, Bono, deinerseits noch, vielleicht auch zum Punkt, den Marie angesprochen hat. Glaubst du auch, dass es sein könnte, dass man auf einmal dann leider immer wieder ähnliche Spieler sehen wird? Sehen wir jetzt auch im Übrigen. Also PSG war dieses Jahr bis zu den Special-Karten auch dauerhaft gesehen und ein Ginola. Ne? Ja, also was irgendwie die Gleichförmigkeit irgendwie von Spitzenteams angeht, sehe ich die Gefahr tatsächlich ähnlich. Was ich gerne grundsätzlich angemerkt haben möchte, ist natürlich auch, dass durch dieses neue Chemiesystem so ein bisschen eine Entwertung auch von Icons zum Beispiel stattfindet, ja. Was eben in den letzten Jahren sehr viel wichtiger war und auch tatsächlich Foot Heroes jetzt als solches gar nicht mehr so viel negativer ist als eigentlich eine Icon, weil eben statt jetzt der Nation dann eben die Liga irgendwie dann doppelt für die anderen Sachen zählt und ja, also da jetzt auch wahrscheinlich dann noch eine etwas andere Kombination stattfinden kann, zumindest irgendwie so im mittleren bis mittelhohen Segment. Im höchsten Segment werden weiterhin die Spieler dominieren, die wahrscheinlich einfach grundsätzlich die Besten in dieser Position und zum Metagaming sein werden, ja. Aber das ist auch in den letzten FIFAs immer so gewesen.
jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Inwiefern das tatsächlich 1:1 dann auch sich wieder in dieses FIFA überträgt, wird wahrscheinlich auch wieder die Zeit zeigen. Ne? Ich bin gespannt. Also wir brauchen halt diese Top-Links nicht mehr, also diese Perfect-Links brauchen wir halt nicht mehr, die, auf die man vorher extra so abgezielt hat. Auch übrigens aus Sicht eines Traders, wenn man wusste, okay, das werden wahrscheinlich Pärchen sein oder auch Dreiecke haben wir ja gerne gebildet, die häufig zu Startzeiten verbaut werden, dann konnte man da ganz gut früh reingehen und wusste, ein Emre Can als Beispiel in dem einen oder anderen FIFA-Teil wird eventuell ein relativ beliebter Startspieler sein auf der 6 im Dreieck mit, ich glaube, Schulz war noch relativ schnell damals als Goldkarte vor 2 Jahren und es geht wirklich nur um Casual, ne, Casual-Starter-Teams und die sind unfassbar gut gestiegen. Also das war schon sehr charmant und eine Möglichkeit. Hast du jetzt nicht mehr, von daher müssen wir mal gucken, wie das Chemiesystem sich dann tatsächlich auch aufs Trading auswirkt. Ich denke, alles in allem aber cooler neuer Input und es passt einfach. Wir sind mittlerweile bei gut einer Stunde 30 vorbei. Ich sage an dieser Stelle schon mal Dankeschön für wirklich einen super interessanten Talk mit super vielen auch verschiedenen Ansichten, mal aus unterschiedlichen Richtungen kommend auch beleuchtet, sei es journalistisch, sei es Pro-Club-technisch, sei es Content-Creator oder sei es auch jemand, der schon ewig in der Szene mit involviert ist, was den professionellen Ansatz angeht. Das war sehr, sehr interessant, mit euch diese Eindrücke durchzugehen und einfach auch mal wiederzuspiegeln. Wie sehen wir das eigentlich? Und ich würde ganz gerne eigentlich euch dann jetzt so nochmal ein kleines Fazit rausleiern. Zum einen, wie positiv oder negativ seht ihr das aktuell, was uns vorgestellt wurde, immer nur unter der Prämisse, ey, das sind erstmal nur Infos und Announcements. Ne? Und vielleicht auch, was seht ihr als größte Chance von den heute durchdiskutierten Themen? Wir fangen an bei Benja, würde ich sagen, unten rechts. Ja, also mein Eindruck ist erstmal recht positiv, würde ich sagen. Also ich hatte am Anfang Zweifel, weil es eigentlich nur am Anfang wirkte wie ein Ausbessern der Fehler, die in FIFA 22 da waren. Aber es gibt tatsächlich noch einige Innovationen und am gespanntesten bin ich tatsächlich, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, auf die Frauenintegration, was da halt passiert, ob es möglich ist, das im Karrieremodus spielen zu können oder eine ganze Saison oder gibt es Karten, das ist halt alles noch nicht raus, von daher. Genau, was da vielleicht, um da nochmal einzuhaken, also es wird auf jeden Fall den Teambereich geben, jetzt auch bei den Frauen, also nicht das klassische, die Nationalmannschaften, die wir da gesehen haben, sondern tatsächlich jetzt auch Vereinsfußball. Wir haben Olympique Lyon gesehen als Beispiel im Trailer. Wir haben, glaube ich, die Chelsea Ladies gesehen. Die Bayern, glaube ich, nicht. Das ist auch verständlich in der Unternehmenspolitik von EA versus den Bayern. Die sind ja woanders vertraglich gebunden. Von daher, ich bin aber auch gespannt. Ich war neben meiner DFB-Tätigkeit auch parallel Trainer zweier Damenmannschaften. Und von daher finde ich das tatsächlich sehr, sehr interessant, dass dieser Bereich dann auch Berücksichtigung findet. Und ich bin auch gespannt, in welchem Umfang auf jeden Fall. Also das wird spannend zu beobachten sein. Ich glaube, einen Foot-Modus wahrscheinlich wird es nicht geben, aber zumindest, wie du schon sagst, eine Saison durchzuspielen, Ligen durchzuspielen, die Pokale vielleicht, die Champions League nachzuspielen, das wäre sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wichtiger Punkt ist auf jeden Fall etwas, was wir im nächsten Talk, wenn dann ein bisschen mehr Informationen dazu vorliegen, sicherlich gerne nochmal ansprechen sollten. Danke an dieser Stelle erstmal schon mal für die Einschätzung. Marie, wie sieht es bei dir aus? Wie ist die Stimmung zu FIFA 23 und was findest du besonders toll? Ja, also ich muss halt sagen, ich wurde halt von 21 auf 22 sehr enttäuscht so. Also ich meine, viele sagen irgendwie 22 war besser als 21. Ich sehe das zum Beispiel gar nicht so. Also ne, jeder hat ja auch seine eigene Meinung. Ich habe halt einfach Angst, dass das jetzt noch schlimmer wird. So. Aber ich finde das irgendwie... es ist dieses Jahr schon etwas anders, weil jetzt schon sehr viele neue Sachen dazugekommen sind. Also das mit dem Chemiesystem, gerade auch als Bono das mit den Icons da angesprochen hat, war ich erstmal so, warte mal, wenn du jetzt eine Ikone hast,
die hat ja erstens keine Liga und wenn ich jetzt eine Ikone habe, die jetzt nicht das Land hat, was auch im Team ist, ist sie dann komplett irrelevant oder was? Also korrekt. Normalerweise ja. Kenne ich das ja nur, dass Ikonen halt immer linken, also wirklich immer. Ich habe teilweise habe ich da einfach irgendeinen hingestellt, ja komm, Hauptsache ich habe irgendwie Chemie, aber das geht ja nächstes Jahr nicht mehr. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, oh Gott, was mache ich jetzt, ne? Also ja, es ist auf jeden Fall eine coole und große Herausforderung und ich hoffe, dass die Tricks nächstes Jahr genauso klappen, das wäre auf jeden Fall gut für mich. Bono, sei ruhig. Aber ja, ich hoffe, dass es einfach nächstes Jahr mit den Tricks weiterhin, wenn nicht sogar besser läuft und die neuen Tricks auch cool sind. Aber an sich bin ich schon echt sehr hyped drauf und ich freue mich, was das neue FIFA mit sich bringt. Sehr schön, vielen, vielen lieben Dank dafür. Bono, wie siehst du das Ganze FIFA 23? Hast du jetzt schon Bock drauf? Und was findest du besonders interessant aus deiner Warte? Ja, also mein eigenes Seelenheil ist irgendwie da verhalten positiv dem Ganzen gegenüber, weil gut, zum einen mal sowieso schon sehr, sehr viele Male mitgemacht, zum anderen weiß ich auch noch, was jetzt irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich noch darauf zukommen wird und ja, auch noch Einfluss haben wird auf das, was letztendlich das Spiel also selbst ist. Ja, aber alles, was irgendwie dazu führt, dass die Entscheidungsfindung mehr bei den Spielern liegt, also eine erhöhte Komplexität in der Art und Weise, wie man jetzt Situationen lösen kann, finde ich erstmal grundsätzlich positiv und sehr, sehr spannend. Aber gut, ne, inwiefern das halt tatsächlich relevant sein wird, werden wir sehen. Also insofern, mal gucken, Leute. Mal cool. Ja, danke dir für die Einschätzung auf jeden Fall. Und bevor wir zu Patrick kommen, sensationeller Kommentar, Puskás nur noch da, um Puskás zu sein. Das ist so eine Sache, ich war dieses Jahr total begeistert, weil gerade die Älteren unter uns Puskás waren, ist wirklich eine Legende gewesen. Also was für ein Stürmer. Und er war dann auch am Ende in der Moments-Version tatsächlich spielbar. Er hat sein Upgrade gekriegt, er hatte seine 5 Sterne, also auch für Leute, die darauf gefühlt angewiesen waren, haben sich in ihm wiedergefunden. Ich fand das toll, dass so eine Karte tatsächlich dann auch das für mich persönlich verdiente Upgrade bekommen hat. Ne? Und jetzt genau, also wenn man jetzt darüber so nachdenkt, wie ihr das gerade auch beschrieben habt, wenn er dann eventuell gar nicht mehr überhaupt so richtig zu linken ist, naja, für den Spieler selber, also für die Ikone macht es ja keinen Unterschied. Also wenn du die eben auf die richtige Position stellst, ja, wenn sie grundsätzlich ist, hat sie auch die maximale Chemie. Das stimmt. Also sie ist nur nicht mehr eben signifikant wichtig dafür, was irgendwelche Leute um sie herum sie machen. Wirkt halt nicht auf andere in dem Maße, es sei denn, es ist auch ein Ungar, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Davon, oh, genau, aber davon gibt es halt dann, sagen wir mal, im professionellen Fußball nicht mehr Leute, die irgendwie auf dem höchsten Niveau dabei sind. Bitte dich. Scholloy, ja, sicher, natürlich. Oder was wäre, wenn Gabor Kirai noch einen Hero kriegt? Für mich übrigens Legende eigentlich verdient. Aber für die Hose. Ja, 100%, den würde jeder spielen wegen der Hose. Ist wie die Yashin-Mütze. Ne? Und Marie würde die ja auch spielen als alte Hertha-Legende. Natürlich. Natürlich. Ja, 100%. Ja. Nee, sehr interessant. Patrick, dann auch an dich dieselbe Frage. Ich glaube, die ist für dich am schwierigsten zu beantworten, weil am Anfang Crossplay, jetzt doch, hört sich doch nicht so schlecht an. Wie fühlst du FIFA 23 im Moment und was freut dich am meisten? Sagen wir mal so, wir haben eh keine andere Wahl, ne? Also wir nehmen das, was kommt und müssen uns dann mit den Rahmenbedingungen beschäftigen und müssen versuchen, das Beste draus zu machen, ja? Und deswegen, ja, natürlich ist man gespannt und natürlich sind wir alle freuen uns darauf, ne? Wenn dann eben Ende September ist, dann heißt, jetzt wird losgelegt und ne, dann machen wir die ersten Anspiel-Sessions und, ja, und gucken, was hat sich jetzt wirklich getan und ne, was ist dann aus all der Spekulation geworden und wie wirkt es sich dann letztlich aus. Ich glaube, wir wissen alle, dass FIFA 23 was Besonderes wird. Ja, ja. Einfach aufgrund der Rahmenbedingungen, ne, des Wechsels danach, der schon ansteht. Und also ich wünsche mir, dass wir mit FIFA 23 ein Spiel bekommen, das Argumente dafür liefert, in 24 keine Wechseldiskussion zu haben. Weil das wäre ja so für uns der nächste große, der nächste große Flock-Einschlag. Also wenn jetzt tatsächlich die anderen nachziehen, ja, und auf einmal EA vielleicht im Pro-Clubs-Modus doch nicht sich so weiterentwickelt hat, wie wir es jetzt gerade antizipieren, und du dann irgendwann in die Situation kommst, dass in 24 so eine Community-Diskussion hochkommt, hat EA Football aufgeholt, hat UFL aufgeholt, und oder, ne, also ich wünsche mir einfach,
dass EA einen nachvollziehbaren Schritt geht, der für Pro-Clubs gut ist, damit wir auch mit in 24 sagen können, das ist die richtige Plattform, ne, um Vereine in den virtuellen Fußball reinzuholen. Danke für die Einschätzung. Kann ich vor allem aus eurer Sicht absolut nachvollziehen. Definitiv. Sehr, sehr interessanter Ansatz auch nochmal. Wir haben halt nun mal das letzte altbekannte FIFA, haben wir schon drüber berichtet, mehrfach auf unserer Plattform, aber auch hier natürlich. Und von daher bin ich da natürlich bei dir. Wir hatten noch eine Frage von It's Easy. Müssen wir mal gucken, ob das zu beantworten ist, ob das auch beantwortet werden darf. Also das eine ist natürlich, mit Hypermotion 2.0 hat man immer noch das Problem, dass man sich durchbuggen kann, indem man einfach auf den Spieler mit dem Ball drauf rennt. Ich glaube, das ist auch eine subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das so objektiv ist, weil man ja auch manchmal das Gefühl einfach hat, das passiert so im Spiel, weil man genau die Szene, wo es funktioniert, dann natürlich im Kopfbild, aber die 8 Szenen, wo es nicht passiert, die löscht man ganz gerne. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Den zweiten Teil der Frage finde ich interessant, und da ist aber die Frage, darf man das überhaupt beantworten? Kann man in-game umstellen bzw. die Formation noch ändern? Da gibt es ja schon Diskussionen immer mal wieder in den ganzen Netzwerken. Ja, kann man das denn jetzt überhaupt noch mit der neuen Chemie und so weiter? Benni, darf man was dazu sagen? Ja, nein, deine Einschätzung? Wenn nicht, dann beantworten wir es halt nicht, weil wir es einfach nicht dürfen. Ja, ich glaube, es ist noch zu früh, das beantworten zu können und zu dürfen. Okay, alles klar. Dann nehmen wir das auch so hin. Ja, wir haben die Riesenchance bekommen, die wollen wir nicht kaputt machen. Von daher, Nino, ich weiß, du warst das. Gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder fragen, wenn wir mehr erzählen dürfen. Okay, ansonsten bleibt mir nochmal ganz kurz so ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Also, wir haben es vorhin angesprochen. An alle Zuhörer, das ist tatsächlich der letzte Kicker eSport Talk im Rahmen des Podcasts. Der Podcast wird aber sich weiterentwickeln, der wird nicht aussterben, denn der wird am 30.08. starten mit neuem Konzept. Lasst euch da echt überraschen, folgt uns, wie gesagt, da auf den Socials, damit ihr auch mitkriegt, wie sich das Ganze dann verändern wird. Wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr gehypt, ähnlich wie gerade noch das Feedback zu FIFA 23 war, und freuen uns da auf jeden Fall den Weg gemeinsam mit euch weiter gehen zu dürfen. Ansonsten, der Kicker eSport Talk als solches wird sich tatsächlich erweitern. Auch da werden wir die Tage weitere Ankündigungen natürlich raushauen. Wichtig ist, nach der Gamescom, der nächste Talk wird der 1.9. sein, und genau in diesem Talk wird es darum gehen, wie wird die neue Strategie oder die neue Ausrichtung des Kicker eSport Talks aussehen. Altbekannte Gesichter werden bleiben, neue oder vielleicht auch gar nicht so neue Gesichter werden dazukommen, und es wird insgesamt breiter, bleibt aber qualitativ, denke ich, auf einem absoluten Top-Niveau, so wie ihr das vom Kicker natürlich gewohnt seid auf all den Plattformen, und von daher freuen wir uns, euch natürlich auch weiterhin hier begrüßen zu dürfen, dann auch sehr, sehr gerne und Gott sei Dank mit auch noch weiteren frischen Gesichtern, und deswegen freuen wir uns dann über jeden Einzelnen, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen. Ich würde mich auch hier bei jedem einzelnen Gast mega darüber freuen, wenn ich euch nochmal wieder begrüßen dürfte im Rahmen eines Talks. Es hat mir einen mega Spaß gemacht, und ich möchte einfach Dankeschön sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr mit uns getalkt habt über unsere Leidenschaft, ja, FIFA. Ich glaube, wir haben viel Tolles gesehen, wir haben Hoffnung geschürt. Wir müssen gucken und das nachher natürlich dann auch alles ganz sachte bewerten und auch mal sacken lassen. Aber von daher vielen, vielen lieben Dank dafür. Es war mir ein Fest, es hat echt Spaß gemacht, und ich würde ganz ehrlich sagen, ihr habt dann nach und nach die letzten Worte, und ich sage zunächst einmal, jetzt fangen wir von oben an, Bono, vielen lieben Dank für deine Zeit, schön, dass du da warst, Stage is yours. Ja, bitte immer gerne, danke, ciao, liebe Leute. Das finde ich charmant. Marie, auch an dich. Vielen, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, dass du dann zugesagt hast und bei uns mit dabei warst. War sehr charmant, sehr coole Sichtweisen dann auch aus deinem Bereich. Vielen, vielen lieben Dank dafür, und dann auch gerne nochmal für dich die letzten Worte. Ja, danke für die Einladung. Hat mega viel Spaß gemacht, war sehr spannend. War ja auch für mich alles irgendwo neu. aber ja, ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal nochmal in dieser Konstellation zusammenarbeiten werden. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Sehr gerne und vielen, vielen lieben Dank nochmal. Dann gehen wir noch ein weiter runter zu Patrick. Was soll ich sagen? Du hast schon viele letzte Worte hier gehabt. Vielen lieben Dank trotz allem nochmal auch an dich. Es ist immer wieder toll, mit dir zu diskutieren. Du hast eine tolle Sichtweise auf all die Dinge, und natürlich spiegelst du auch tatsächlich die Community im Pro-Clubs-Bereich sehr gut wider. Vielen, vielen lieben Dank dafür, und auch an dich natürlich nochmal
letzte Worte. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und in dem Sinne, wir sehen uns vielleicht bald wieder. Haben wir verstanden. Und dann sage ich, Benja, ich bin immer noch neidisch, aber ich finde, wir haben genau die Richtige hingeschickt und ich glaube, das ist heute auch bewusst geworden und klar aufgezeigt worden. Hast du toll zusammengefasst. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns da gegeben hast. Und ja, ich hoffe, du hast immer noch genauso viel Leidenschaft für FIFA wie in FIFA 96 damals, als du mal angefangen hast. Und ich sage Dankeschön, dass du da warst und auch an dich dann die letzten Worte gerne. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, dass FIFA 23 den Funken noch mehr entzündet als es 96 der Fall war. Das hoffen wir auch und sagen an dieser Stelle nochmal Dankeschön an jeden Einzelnen, der zugeschaut hat. Vielen, vielen lieben Dank an jeden, der geschrieben hat, der sich mitbeteiligt hat, der zugehört hat, aber auch natürlich, wir sind an dieser Stelle dann raus und sagen vielen, vielen lieben Dank an Chat. Wir sehen uns am 1.9. oder hören uns am 30.8. Bis dahin folgt uns, bleibt uns gewogen und in diesem Sinne Dankeschön an alle.